So. Das ist bei Holo Feeling immer das Spiel, um was geht's eigentlich? Es geht letzten Endes nur um den, der ein Leben erlebt. Um meinen Geist. Das ist so unendlich vielfältig. Es ist auf der einen Seite so unendlich einfach und so unendlich schwer zu verstehen, was man selbst ist und was Leben ist. Was sich massiv dagegen wehrt, ist die Logik, die man zum Denken benutzt, wo man ein Leben lang, ein jetzt ausgedachtes Leben lang in dem Wahn gelebt hat, dass man meint, man hätte eine eigene Meinung oder man wüsste was. Das gilt für jeden normalen Menschen, den ich mir jetzt ausdenke. Und ich sage allen voran, für denjenigen, der man selbst zu sein glaubt, wenn man an sich denkt. Die deutsche Sprache oder die Sprachen im Allgemeinen sind so unendlich präzise. Die Schwierigkeit ist die einseitige Auslegung. Und die wird irgendwann einmal bewusst werden. Dir, wenn ich jetzt sage, ganz, ganz bewusst, ich spreche immer mit dem Geist, der mich jetzt sprechen hört. Und jetzt können wir schon uns das nochmal Gedanken machen, wer bin ich und wer bist du? Das wiederholt sich ja, wenn ich jetzt bewusst chronologischer Zeitfenster aufspanne, die letzten 20 Jahre, wenn man sich so lange schon mit Holofeeling beschäftigt. Und jetzt habe ich gleich einen schönen Einstieg, dass ich zuerst einmal sage, was sind jetzt 20 Jahre? 20 Jahre sind einfach nur zuerst einmal Worte. Das ist die Präzision von Holofeeling. Du hörst jetzt 20 Jahre und du stellst dir was vor. Ich mache es jetzt einmal so, wenn du das Bild anschaust. Und das nennen wir 20 Jahre. Ich kann mir aber auch was vorstellen, was ich 1000 Jahre nenne. Dann muss dir klar sein, dass 20 Jahre in dem Maßstab bloß so viel sind. Dann muss ich das wieder vergrößern und ich sage, das sind 20 Jahre. Und wenn das 20 Jahre sind, sind das 2 Jahre. Das kann ich wieder vergrößern. Was ist dann eine Sekunde? Dann ist das eine Sekunde, das kann ich wieder vergrößern. Das ist es, dass du dich in was hineinzoomst. Das ist eine ganz simple Erkenntnis. Dir muss das dann mal klar sein, dass alles, was du Geist erlebst, und wir reden hier von Sachen, die 100% sicher sind, wenn du meine Gedankengänge mitgehst. Man muss immer unterscheiden, was ist jetzt hundertprozentig sicher da? Blau gelesen, mit der Vatersprache geöffnete Schöpfung. Das ist die momentane Information, die ich anschaue. Und wenn ich da hinschaue, stelle ich fest, dass die sich ständig verändert. Du kannst nichts festhalten. Das ist diese einfache Erkenntnis, jeden Gedanken, den ich jetzt erlebe, wird durch den nächsten Gedanken, den ich denke, zerstört. Das ist eine ständige Wandlung. Es gibt definitiv keine Möglichkeit, dass du Geist irgendeinen Gedanken festhalten kannst. Das gilt jetzt für deine reinen Gedanken, für deine feinstoffliche Information. Und es gilt genauso für deine sinnlich wahrgenommenen Informationen. Wenn du jetzt meinst, du hältst das fest, ich kann jetzt zum Beispiel hier den Monitor anschauen oder mir ganz gezielt, ich kann mich auf die Taste H auf der Tastatur fokussieren, die übrigens die ganze Zeit jetzt nicht da war, bevor ich das ausgesprochen habe. Genau. Das ist, du wirst merken, dass die Worte letztendlich hier die Bilder in dir erzeugen. Du machst aber nicht aus jedem Wort Bild. Du kannst aus den Worten, die du jetzt hörst, kannst du Bilder machen. Aber das ist so, wie sich die Bilder verändern, auch diese Geräusche sind deine Informationen. Es sind ständig wechselnde Informationen. Ein Fluss, wo kommt der her und wo fließt der hin? Und das ist jetzt dieses Prinzip. Ja. Und du wirst dann merken, wenn du das einmal verstanden hast, wie sehr sich, und jetzt kommt schon wieder ein Problem, ich muss immer innehalten, wenn wir uns jetzt Menschen ausdenken, existieren die auch bloß, wenn wir sie denken. Das heißt, das Wort Menschen ist jetzt ein Gedanke. Und es ist jetzt vollkommen gleichgültig, ob du das jetzt hörst, weil deine Logik dir sagt, es kommt ja von außen als Schallwellen in mich rein, eine sinnlich wahrgenommene Information. Oder ob ich jetzt einen Text auftauchen lasse und du liest den Text selber und du sprichst mit deiner Gedankenstimme, machst du aus diesen Worten Geräusche. Geräusche. Es bleiben deine Informationen. Jetzt, wenn ich weiß, dass die Grundlage, das ist jetzt rein ein symbolisches Wissen, von dieser, ich benutze jetzt mal Aufzeichnung, das Wort Aufzeichnung. Jetzt ist natürlich, was löst das Wort Aufzeichnung in dir aus? Ich weiß, dieses Auf
Als hebräische Zeichen geschrieben, heißt es AUB, der Schöpfer UB macht jetzt eine Zeichnung in dir. Ich habe immer früher gesagt, du musst keine Angst haben, ich werde dich nicht töten, nur zeichnen. Das ist, wenn du das Siegel, wenn ich dich betschiere und ich dir das Siegel auf die Stirn drücke. Ist das was Positives oder Negatives? Das ist eine Kategorie 2 Frage. Und die musst du komplett durchschauen. Das heißt, du bist in einer momentanen Welt, in dieser Traumwelt als Avatar, als die Rolle, die du spielst, personifiziert, bist du auf Gedeih und Verderb angewiesen auf den Intellekt, den du zum Denken benutzt. Ja. Das ist dein Schöpfungsprogramm. Das ist immer wieder, wo ich sage, jetzt erhebst du dich ein bisschen, du machst dich zum Computer. Ich baue jetzt übrigens eine Grundlage auf für was vollkommen Neues, das dann doch wieder nicht neu ist, weil das Geheimnis liegt in den einfachen Sätzen. Das sind so Sachen, dass ich jetzt zum Beispiel jede Art von Information kann ich zuerst einmal in Gedanken nennen. Ich klammer mal die sinnlich wahrgenommenen Informationen aus, aber dein Gedankenspiel, das du mit dir in deinem Alter auch magst, sind zuerst ständig wechselnde Gedanken. Und dabei ist es egal, an was du denkst. Ob wir jetzt an eine Erdkugel denken oder an ein Reh denken, ob wir an einen Einstein denken oder an einen Sokrates denken. Du merkst, das sind jetzt erst einmal nur Geräusche und die Grundvoraussetzung ist, dass du mit diesen Geräuschen resonierst und zwangsläufig dann aus diesen Geräuschen zuerst einmal einen Chat in dir drin hast. Du wirst bei Erdkugel oder heliozentrisches Weltbild, bei dieser Wortkette, bei dieser Geräuschkette, andere Vorstellungen aufbauen wie bei dem Wort Einstein oder Osterhase. Es ist etwas anderes, es ist ein reines mechanisches Funktionieren. Du interpretierst letztendlich eine Eingabe, was ich einen Reizauslöser nenne. Und die Eingabe ist nicht, dass die von außen kommt, sondern die taucht in dir auf, wenn du träumst. Du musst irgendwann einmal akzeptieren, dass du ein träumender Geist bist. Und dann ist jeder Mensch, den du jetzt denkst, ist zuerst einmal ein Gedanke, den du denkst. Grundlage dafür ist ein Geräusch oder ein optisch wahrgenommenes Wort. Jetzt könnte ich dich fragen, existiert ein Gedanke eigentlich, wenn ich ihn nicht mehr denke? Das habe ich die Ritter gefragt und da sagt die Ritter, nee, dann ist er nichts. Ich sage, nee, das ist schon wieder ein neuer Gedanke. Ich sage, jeden Gedanken, den du denkst, wird durch den nächsten Gedanken zerstört. Aber ob ich jetzt für das Wort Gedanke nehme oder das Wort Mensch setze oder das Wort Erdkugel setze, spielt überhaupt keine Rolle. Sobald du einen anderen Gedanken denkst, ist es wieder weg. Und jetzt kommen wir zu der großen Problematik. Ich könnte jetzt das ewig ausholen. Wir können jetzt die Sprachen austauschen, dann sagst du, das verstehe ich nicht. Bis hin zu der digitalen Struktur im Hintergrund. Ich sage jetzt letztendlich, in deinem jetzigen Wissen, wenn du dir jetzt einen Speicher denkst, zum Beispiel früher eine DVD, dann sind da Bündchen und Strichchen drauf. Und ich sage, das sind genau genommen, sind es Buchstaben und Worte. Man muss sich bloß wissen, was ein Morsecode ist. Jetzt wissen wir ja symbolisch, in der Digitaltechnik nennt man das die Einsen und die Nullen. Aber das ist nicht ganz richtig, weil wir wieder einen ausgeschlossenen Dritten, weil ob ich jetzt das 1 oder 0 nenne, das sind zwei Seiten einer Medaille, oder ich nenne das jetzt, ich denke einfach mal eine Reihe von Bündchen und Strichen und ich sage jetzt zum Beispiel, der kleine Strich, der Punkt ist die 0 und der Strich ist die 1. Da musst du wissen, dass die ja eigentlich nur existieren können, wenn du einen Hintergrund hast. Genau. Ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, das ist Plus und das ist Minus. Mhm. Das ist die 0 und das ist die 1. Wo kommen die her? Die brauchen immer wieder einen verbindenden Parameter. Das wäre jetzt, wenn wir das auf ein Blatt Papier zeichnen, das weiße Blatt Papier im Hintergrund. Und mir ist vollkommen klar, dass wenn man das erste Mal Holofeeling hört, man kommt einfach nicht mit, weil man nicht mehr in der Lage ist, ganz einfach zu denken. Es wehrt sich alles in einem Menschen, das, was der Erste behauptet, zu glauben. Was meine ich damit? Du wirst irgendwann einmal erkennen, dass jeder einzelne Satz, den ich mit Holofeeling dir mitteile, jeder einzelne Satz, so unendlich tief ist, er wirft ein Problem in dir auf, nämlich die Erkenntnis, dass alles, was du bisher geglaubt hast, Selbstlügen war.
Ich mache mal eine kleine Aussage. Alles, was du bis dato, bis jetzt, wenn du jetzt dir eine Vergangenheit ausdenkst, als hundertprozentig sicher bewiesen angesehen hast, werde ich dir beweisen, dass über 99% dieser Glaubenssätze nicht einmal überprüft werden können, wenn man will. Sie erfordern blinden Glauben. Bei Holofeeling geht es nicht mehr um blinden Glauben, sondern um das, was wirklich jetzt da ist. Hundertprozentig sicher. Und jetzt normal gesprochen als Brösel und der Brösel, jeder 13-Jährige, wenn er diese Gedankengänge mitgeht, kann das sofort überprüfen. Ich behaupte, in deinen Physikbüchern sind auf jeder einzelnen Seite so eklatante Widersprüche und Fehler, dass jeden 13- bis 16-Jährigen, den ich darauf hinweise, mit seinem kindlichen Verstand einleuchtet, dass das gar nicht so sein kann, außer man glaubt es. Und ich kann immer wieder nur sagen, es waren bei mir die letzten 20 Jahre jetzt, bewusst chronologisch gedacht, eine Unmenge von Physikern da. Und die sind alle geduckt und haben das wieder abgezogen, entsetzt von sich selber in dieser Einsicht, dass man sich nur selber verarscht mit Wissen. Nichts anderes ist es mit religiösen Menschen. Grundvoraussetzung ist aber wirklich, dass ein Geist hinter der Maske ist, der neugierig ist. Es geht hier nicht mehr um Wissen und um Meinung, sondern sonst immer um die Erkenntnis, was ist. Und die Metapher ist ganz, ganz simpel. Das erste Problem, wo du feststellst, ist das unbewusste chronologische Denken. Das ist verbunden mit dem Bruch des ersten und des zweiten Gebotes. Und ich rede hier nicht von einer Religion, was das Wort Religion in dir auslöst, sondern es ist Religio im wahrsten Sinne des Wortes wieder die Rückbindung an den absoluten Ursprung, wo alles herkommt. Und da wirst du zuerst einmal akzeptieren müssen. Und wir halten uns das fast akzeptieren fest. Wir schauen uns das gleich mit der Vordersprache an. Dass du der Ursprung bist für das, was du dir ausdenkst. Nicht für alles, aber für das, was du dir ausdenkst. Weil schon die Tatsache, ich behaupte, dass jeden Gedanken, den du denkst, entsteht in dem Augenblick, wo du ihn denkst, in dir, in deinem roten Kopf. Und es wird dann genauso sein, wie du dir das denkst, dass es ist. Und wenn du an was anderes denkst, ist es schon wieder weg. Ja. Das ist hundertprozentig sicher. Und du siehst letztendlich immer nur deine eigenen Informationen. Selbst der Materialismus schreibt dir vor, dass es in dir drin sein muss. Und du verstreust jetzt diese Gedanken, die aus dem tiefsten Innern aus dir kommen, diese Creatio ex nihilo, verstreust du um dich herum in Raum und Zeit. Jetzt kommt der Bruch des ersten Gebotes. Du machst dir ein Bild von dir selber. Wenn du an dich, an was denkst du, wenn du an dich selbst denkst? Jetzt ist schon das Selbstdenkst, ist jetzt blau geschrieben. Dann beginnt etwas, ein Gedanke in dir zu existieren. Ein Tier, ein Säugetier, das du ich nennst. Mhm. Aber diese Information löst sich schon wieder auf, sobald du an was anderes denkst. Und egal, wer du jetzt bist, wenn du das nicht akzeptierst, ich kann immer wieder sagen, die Grundvoraussetzung, wenn du mich jetzt sprechen hörst, du wirst bis in alle Ewigkeit leiden, bis du das akzeptierst. Diese einfache, für jeden Geist, für jeden kindlichen Geist offensichtliche Erkenntnis. Das kann ich nicht oft genug wiederholen, weil jetzt gehen wir ein bisschen tiefer wieder in die Sprache, dass du wirklich in einer Matrix lebst, ich betone das, und das erfordert eben Arbeit, sich das zu erarbeiten. Es ist aber auch, du musstest in einer jetzt ausgedachten Vergangenheit irgendwann nochmal lesen und schreiben und rechnen lernen. Auch wenn du nur lernst in der deutschen Sprache. Vielleicht bist du mehrsprachig. Das hängt von deinem Programm ab. Wobei also hier bei Holofeeling dann eben die Erkenntnis auch kommt, dass in der Vergangenheit nie was war, weil mir das ja in die Transversale gedreht hat. Und jetzt schaue ich einmal, dass wir das ein bisschen auf die Reihe bringen. Wir kommen zuerst einmal... Übertrage ich den Bildschirm. Mit Ton. Ich hoffe, das haut schön hin. Und ich wiederhole absichtlich immer wieder für die, die sich näher dafür interessieren, das ist ein spielerischer Akt, wo du neugierig wirst. Das hängt von deiner inneren Reife ab. Das ist das große Geheimnis, liegt in meiner Vordersprache.
Und das ist natürlich schon, wenn man etwas zu Papier bringt, heißt es. Schon das Wort Papier. Wenn du dir das nochmal anschaust, und springe ich jetzt nochmal zuerst in unseren Gematrie-Explorer rein. Ein Zauberwerk, für viele, die es nicht wissen, ist es schlichtweg einfach nur ein Hebräisch-Deutsch-Wörterbuch, wenn man es so nimmt. Das ist ein bisschen hier Zahlenwerte, weil ich erzähle dir ja etwas. Und da ist natürlich immer wieder das Erste, das Papier kann ich zuerst einmal ein P, den kann man nachschauen. Wir wissen das, ich gehe jetzt wieder davon aus, dass einige neugierig werden, wenn das losgeht. Ja, man studiert Holofeeling in der einfachen Ebene und sagt aber, mit den Zahlen komme ich nicht mit. Und ihr wisst, wie oft ich das sage. Das Einzige, was absolut gelernt werden muss, ist diese kleine Tabelle. Und dann stelle ich fest, dass also hier die Lautwesen, die übrigens dann sehr vielfältig werden, das baut dann immer wieder eins drauf, auch Zahlen sind. Was dich wundern, was da passiert, dass da keine Zufälle gibt. Und dann ist dieses P, ist das dann mal die Weisheit, die absolute Weisheit. Das Rote ist etwas, was gewusst werden kann, was man aber nicht denken kann. Zum Beispiel, ich weiß, was nichts ist. Aber nichts ist nicht das Geräusch nichts oder das Wort nichts. Das Wort nichts ist eigentlich, steht für etwas Rotes, für etwas Nicht-Denkbares, etwas, was nicht existieren kann als Ding an sich. Nichts kann nicht existieren. Aber das Wort nichts, wenn ich ausspreche, ist ja schon das Geräusch nichts als existent da. Und es ist ein P, ein Wissen von irgendetwas. Okay? Und jetzt haben wir dieses Paar, dann machen wir jetzt unser H, das ist die 5. Man sieht jetzt unten, wenn ich immer da hinweise, da, das ist übrigens nicht vollkommen, das ist sehr reduziert, die kleine Tabelle, dass nicht so kompliziert wird. Das ist jetzt das H und der Konsonant H ist ja nur ein Hauchlaut, ein H. Ich hoffe, du hörst es. Und ich kann jetzt ha, hi, hi, ho, hu ein Vokal dranhängen, wenn ich es ausspreche. Das heißt also, wenn ich jetzt hier unser Papier, ich bin bei Papier, dann habe ich dort zuerst einmal Pa, P, normal spricht man das P aus bei den Juden. Und jetzt hast du schon mal, das ist zuerst einmal das Wort für Mund und es ist das hebräische Wort für hier. Eine untere Form davon ist dann das Pi, Papi. Und da hast du wieder den Mund. Jetzt spricht der göttliche Mund zu dir. Das Pi ist natürlich auch dann ganz, ganz wichtig. Die 9 sich der Geburtsgeber. Der verborgene Wert ist die 9 und das symbolisiert unseren Spiegel. Rot gelesen ist jetzt das die Weisheit Gottes. Das ist diese Leseweise oder ein gewusster wissender Intellekt. Was ist ein gewusst wissender Intellekt? Du hast ein gewisses Wissen in dir. Dieses Wissen, das du in dir trägst, da mache ich ganz kurz das nochmal weg, dass man mich sieht. Dieses Wissen, das du in dir trägst, das ist letztendlich, könnte ich jetzt sagen, du bist ein Computer und du hast Wissen in dir. Das Wissen, das du greifen kannst, das ist dein persönlicher Intellekt, das nenne ich mir Schwamminhalt. Und ich wiederhole das wirklich absichtlich, wenn das nochmal in dir auftaucht, wirst du immer wieder ein kleines Heureka kriegen. Und jetzt kommt unser Prinzip, das hast du mal mit der Polarität. Du siehst immer nur eine Seite. Das ist egal, was du anschaust, das sind Vorstellungen. Du denkst es aus dir heraus, obwohl es das ja deine Information ist, wenn du mir jetzt zuhörst. Du stellst dir jetzt zum Beispiel mal ein Osterhasen vor, dann ist ja deine Information, da außen vor dir gibt es kein Osterhasen, außer dann aus Stoff oder was, aber dann ist er schon wieder auf deiner Farbbrille. Eine ziemlich wahrgenommene Information. Es ist trotzdem nicht außen. Das ist das Außen, die Illusion des Außen existiert durch unser AU. Scharfes SP. Die Schöpfung einer aufgespannten Polarität. Und du hast dann immer eins in dir und eins, das du dir vorstellst, oder du hast eins in dir, was du über dich drüber denkst, wenn du dir was überlegst. Man sagt ja, ich lege was über mir drüber. Das ist diese Metapher mit unserer Nulllinie. Ich will jetzt nur genau sein, ich würde jetzt gern losstatten, euch die Details zeigen, aber ich weiß, dass dann immer wieder welche in mir auftauchen, Geistesfunken, die dann nicht mitkommen und sagen, erklär das nochmal genauer. Wenn ich nach rechts schaue, ist es hochinteressant, wenn du jetzt hier nach vorne schaust, meinetwegen den Monitor anschaust oder die Wand, die hinter dem Monitor sich befindet. Ich gehe mal davon aus, dass du jetzt, wenn du an dich denkst, dich als ein Säugetier denkst, das vor einem Computer sitzt. Du nennst es Menschen, kannst dich auch Menschenaffen nennen. Ein vernunftbegabtes Tier. Wir sind immer akzeptieren und das vernunftbegabte Tier. Die muss erst einmal klar sein, Vernunft oder Verstand hat nicht das Geringste zu tun mit Geist. Das ist das Thema, auf dem ich jetzt rumreite.
Das weiß keiner, was Geist ist. Wir hören uns dann gleich am Morgen was Physiker oder so über Bewusstsein und Geist reden und dann wirst du merken, das sind geistlos nachäffende Affen. Ich mache das immer nicht so hart. Ich sage, es sind schlichtweg und einfach nur Gedanken, die du dir denkst, die du dir ausdenkst, die du Menschen nennst, die du Professoren nennst. Es sind zuerst einmal, das Wort Professoren löst jetzt in dir die Vorstellung von Trockennasenaffen aus. So bist du programmiert und die denkst du dir jetzt aus. Aber jetzt in diesem Moment sind es nur deine Informationen, die du dir ausdenkst. Also gut, du denkst dir jetzt hinter der, vor dir, du schaust einfach mal auf deine Farbbrille, wie ich das nenne, dass du eine sinnlich wahrgenommene Information hast und du konzentrierst dich jetzt einmal auf den Hintergrund. Was ist deine Vorstellung? Hintergrund meine ich der Hintergrund hinter dem Monitor, wenn du am Rand vom Monitor vorbeischaust. So, und jetzt denkst du an deinen Kopf. Du sitzt ja hinter den Augen, hinter den zwei Augen, das habe ich so oft erklärt. Das ist der dritte Punkt, das ist der ausgeschlossene dritte, der eigentlich alles erlebt. In diesem Punkt befinden sich deine ganzen Informationen. Und jetzt drehst du den Kopf einfach einmal um 90 Grad nach rechts und dann wirst du feststellen, das Bild auf deiner Farbbrille ändert sich. Und jetzt ist das, was vor dir ist, das ich jetzt rechts nenne, ist deine neue Vorstellung. Und dann hast du wieder ein hinter dir und interessant ist, das, was du dir vorher als vor dir vorgestellt hast, ist jetzt links von dir. Natürlich nur in deinem Kopf gedanklich. Willst du es wieder auf die Farbbrille holen, musst du den Kopf wieder um 90 Grad nach links drehen und dann ist das links wieder die Vorstellung und das rechts ist dann rechts gedacht oder links. Genauso ist es. Du kannst nach hinten schauen. Wenn du nach hinten schaust, ist deine Vorstellung von hinten, die du siehst, zwangsläufig verbunden mit dem Gegenteil, was dann vorher war, aber dann wieder hinter dir. Das ist das Prinzip der Perspektiven. Und da wirst du merken, da kann man 16 Perspektiven machen. Eigentlich zwei, wann zu vier. Und die kann man dann nochmal spiegeln mit Innen- und Außenperspektiven. Da bin ich lang und breit drauf eingegangen, wollte ich nur, das sind Spiegelungen in einem Tetraederspiegel, in unseren vier Spiegeln. Wenn wir das jetzt einmal festgehalten haben, dann schauen wir uns das einmal an mit dem Tier. Ich will dir jetzt wirklich zeigen, dass das, was ich dir sage, baut auf einer Matrix, auf einer Zahlenstruktur auf, die zuerst einmal eine Buchstabenstruktur ist. Jetzt übertrage ich den Bildschirm wieder, dass das wieder wenn einfacher wird. Wir gehen in den Gematrie-Explorer. Das ist Papi. Darum haben wir da zwei Fillen. Du musst jetzt erst einmal zwei ausdenken. Sobald du dir einen vor dir ausdenkst, ist ein hinter dir da. Und das denkst du aber nicht, wenn du vor dir schaust. Wenn du nach oben schaust, denkst du nicht nach unten. Wenn du nach rechts schaust, denkst du nicht nach links. Das ist die Schwierigkeit, dass du, solange du personifiziert bist, in einer Maske steckst, immer nur eine einzige Seite im Fokus hast. Du kannst dir aber die anderen Seiten bewusst machen. Das war das Thema mit dem Wissen. Pass auf, du hast ein Wissen in dir, das ist dein Intellekt, dein Verstand. Das heißt, wenn du sagst, ich bin ein Vernunft der Homo sapiens, ich bin ein vernunftbegabter Affe, muss dir klar sein, das, was du Vernunft oder Verstand nennst, denke ich in der Computertechnik einfach nur ein Programm mit Daten. Dein Programm mit Daten weiß nicht, was es tut und es weiß auch nicht, was es ist. Du bist nicht ein vernunftbegabter Affe, sondern du bist der Geist, der, wenn an sich selbst denkt, sich selbst zu einem Affen macht, weil er das nachäfft, was angeblich die von ihm jetzt hundertprozentig sicher gedacht, Lehrer und Erzieher erzählt haben, was er selbst ist. Und ich bin jetzt der Meister aller Meister und ich sage dir, hör nicht mehr auf das Geschwätz, du bist Geist vor meinem Geist. Und Geist als Ding an sich ist etwas, was gar nicht gedacht werden kann. Weil das alles ist. Das ist Allah. Und jetzt dieser Papi, erweckt jetzt etwas in dir in Form von Büchern. Das ist Papier. Du wirst von mir auf AUB, der Schöpfer, UB, wenn wir das jetzt rot lesen. Wir machen das einfach einmal AUB. Das W ist deshalb, weil das WAF hier kann ja die vier, unsere vier Formen annehmen, wenn du uns schaust. W, V, U und O. Du wirst merken, das zieht sich durch alle Sprachen durch. Du wirst. Oh, die können wir jetzt nicht dran. Das ist also hier dieses AUB, der Schöpfer UB 86 Elayom. Das ist das hebräische Wort Gott, das Meer, womit Gott übersetzt wird in der Bibel. Und dann haben wir es blau, ist die Schöpfung, ist ein schöpferisch aufgespanntes Wissen. Das heißt, alles, was du dir ausdenkst, wo kommt es her, wenn du über was nachgrübelst? Das kommt doch aus dir selber.
Du schöpfst es aus dir heraus und stellst es dann um dich rum, rein gedanklich vor dich hin. Du verstreust deine jetzige Information um dich herum in Raum und Zeit. Achte auf meine Worte. So, und jetzt schauen wir mal, du musst das, was ich jetzt gesagt habe, irgendwann einmal akzeptieren. Jetzt. Wir schauen jetzt nur mit der Vatersprache. Wir wissen, Akaf, diese hebräische Radix, heißt zuerst im Allgemeinen eben jetzt. Das ist unser Wasserspiegel. Da kann ich jetzt Expand lesen. Eine polare Existenz ist, wenn der Berg, der taucht in dir auf und das passiert jetzt. Mhm. Jeden Gedanken, den du denkst, den denkst du jetzt. Und dies ist nur die Existenz einer aufgespannten Berechnung, wird dann zwangsläufig zu diesem flackernden Licht, wenn ich das jetzt eingib. Okay. Akzept, die Geburt von Wissen. Das, wenn ich immer sage, ist ganz einfach, wenn du die Tabelle hast, das ist eine zeitlich vergängliche Geburt wahrnehmen von Wissen, von irgendetwas. Bleib in Blau. Und diese Geburt von Wissen heißt, es taucht dann in dir etwas auf. Mhm. Akzept, eben jetzt, eben, expen. Schau mal, wie präzise das da steht. Da steht erst einmal aber, heißt das übrigens auch. Das heißt auch allein, ich hebe jetzt nur mal die gewissen Sachen. G, E, Quadrat, Wissen. Okay? Ist eine intellektuelle Schöpfung. Das JA blau gelesen. IA ist intellektuelle Schöpfung. Das heißt, ab ist das aber auf Hebräisch der Vater, AB als AF ausgesprochen. Das ist die Sache mit dem B. Das wird nämlich auch oft als W, als ein W ausgesprochen. Das heißt, der Vater blüht auf und erweckt in dir ein flackerndes Licht. Existenz einer aufgespannten Berechnung. Und das ist eben jetzt. Ich mache immer die Vorsilbe X, polare Existenz. Schau das kleine Bild an. Das heißt, das Aufblühen erweckt jetzt, eben jetzt, eine polare Existenz. Akzept, die Geburt von Wissen, ist jetzt das, was in dir auftaucht und das ist auf der Wasseroberfläche schwimmen, das sind deine Gedankenwelt. Genau. Und jetzt kommen wir zum Tier. Akzeptier. Und jetzt schreiben wir einfach, da haben wir natürlich mehrere Möglichkeiten, wir schreiben einfach einmal dieses Tier mit einem Elef, Aleph, Aleph, das ist ja unser Lautlose, siehst du, da haben wir schon wieder in dem Aleph haben wir eigentlich schon die Wasser, bloß jetzt in 45 Grad, wenn nach rechts gestellt mit zwei kleinen Js. Ja. Mhm. Tier, das ist jetzt, das kann ich jetzt ganz definitiv lesen als T-I-E-R, Aleph, Resch. Genau. Gibt es natürlich, das hebräische Wort gibt es natürlich nicht. Ich sage, das spielt keine Rolle, nur weil was nicht in einem Wörterbuch drin steht. Was hier wesentlich interessant ist, wenn du die Zahlen anschaust, da haben wir zuerst einmal die 600, die 600, wissen wir, ist das Endmem. Mhm. Das Endmem ist eigentlich das absolute El Hayom, das Meer, das immer ist, und dann kommt Ei, der Schöpfergott, nichts. Dieses ist nichts. Der äußere Wert ist in dem Moment auch nichts und der Atbasch ist 4 auf der 1er, 10er und 100er Ebene. Mhm. Wenn in dem Moment, wo du zu einem Tier wirst, wir brauchen ja Deus, Deutsch, Ivri. Das ist, dir muss erst einmal klar sein, wichtig ist das Deutsche, das Alemannische, wo ich immer wieder sage. Schau, Pyramidenwert ist 18, ist ich und 32 ist Leb, das Herz. Ich bin das Herz, das Innerste. Das ist die 32. Aber ich würde zu weit führen, weil ich jetzt bei dem eben noch was sagen wollte. Da gibt es nämlich so viele Möglichkeiten, da kommst du dann zu einer Wolke. Was wir jetzt einfach machen, ich rede immer wieder von Spiegeln, Eingabespiegeln. Wir drehen das einfach um. Wir müssen ja immer alles spiegeln, vorm Spiegel, hinterm Spiegel. Schau mal, was wir jetzt kriegen. Jetzt kriegen wir den Rai und etwas, was vorm Spiegel in Erscheinung tritt. Das ist das Wort hier rückwärts gelesen. Ich kann nicht oft genug sagen, ich mache dir das mit allen Wörtern in der Welt, über dieses System, in allen Sprachen, wirst du in einen allereinzigen Kontext hineingeführt. Und das ist jetzt, du siehst etwas, du nimmst etwas wahr. Du, nicht das Tier, der vorm Spiegel steht, zur Form geworden, sich hineindenkt in einen Raum, den er sich selber ausdenkt. Der sieht nichts. Genau. Jetzt kann ich übrigens das Spiel auch noch machen mit der 70, wenn ich jetzt, aber das wird jetzt zu weit führen, weil wir können ja das Reihe statt ein Aleph auch ein Ayin reinsetzen.
du wirst feststellen, im Großen und Ganzen kommst du aus dem Kontext überhaupt nicht raus. Das vollkommene Sehen, Bewusstsein ist eine Ehe-Existenz. Jetzt, wenn ich dann noch weiß, dass das Wort Ehe etymologisch von Ewe, das ist immer die Quintessenz mit zwei Hes. Die Es machen wir zuerst mit zwei Wahrnehmungen. Was ist denn da? Warum macht dann da keine Etymologie? Da müssen wir runter. Ja, und da wirst du jetzt merken, dass das ewige Ehevertrag, das ist der Ehevertrag zwischen Adam und Eva, dass das Wort eigentlich von ewig kommt. Das ist das vollkommene Bewusstsein, ist eine Eheexistenz, und zwar die Ehe besteht zwischen dem Denker und dem Ausgedachten. Wir nennen das Adam. Segewini Kaba, Denker und Ausgedachtes, Mann und Frau. Solange du dir den Adam als Mann vorstellst und die Eva dann als extern lebendes Wesen, hast du deine Bibel nicht richtig gelesen. Die wird vorgestellt, die Chava. Das ist das, was du aussprichst, was du ausdrückst, was du erlebst, wird wieder zurückgeführt in den Adam. Und im Adam selber ein Keil, ein Unterschied gemacht zwischen Denker und Ausgedachtes. Ich sage immer zwischen Wellenberg und Wellendorf. Wir können uns das übrigens einmal wieder anschauen. Jetzt hast du mal der Wellenberg, den wir uns ausdenken, den wir uns jetzt aufwerfen. Das ist ja wie eine, wenn wir uns an Wasserspiegel denken, müssen wir jetzt erst einmal wissen, dass das unterhalb, schau das kleine Bild immer an, dass das unterhalb, was wir jetzt als Meer, als Gott sehen, denken wir uns jetzt ja flächig. Das ist immer einfach nur eine Vorstellungskraft, die du nutzen musst, die du in dir hast. Das ist rot geschrieben. Gott ist eigentlich ein Nichts, ist ein Punkt. Und das, was wir uns drüber denken, in den Raum rein, die Gegenstände, die wir uns jetzt ausdenken, das nenne ich Gedankenwellen. Und darum ist es wichtig, dass aus dem Punkt, aus dem untersten Punkt, sobald du dir was überlegst, ich mache es immer so, das ist jetzt der Daumen ist die Nulllinie, spannst du, zerst du mal in der Überlegung über dir einen Wasserspiegel auf und da sind dann die Wellen drauf, um diese Nulllinie, wo wir zusammennähen, das Opfer, die Welt, das Brandopfer, der polare Rand, den du von Augenblick zu Augenblick opfern musst. Die Worte, die ich jetzt benutze, sind überreichlich erklärt, vorneweg. Und jetzt ist es also so, dass in dem Moment, das ist das Spiel mit dem Rai, der Kopf des Schöpfergottes, R-A-I, dieser Rai ist erst einmal ein Schauspiel, das du selber spielst, SBI hast meine Schwellen, sind Joche, die Schwellen Gottes. Das passiert in einem Spiegel, der hast drei. Genau. Das R ist erst einmal der geistige Kopf. Das ist unser B-Roshit, was da über meinen Kopf steht. B-Rosh. Das ist der Buchstabe R alleine. Ist Resh, ist der Buchstabenname. Wenn ich jetzt aber da das noch dranhänge, das ist die Aussprache. Rosh ist der Kopf. Das ist der Beginn von allem. B-Roshit. Im Geist. Innen passiert es. Das ist das hebräische Wort für Gott. Und darum sage ich immer, der Rai ist der Kopf des Schöpfergottes. Das ist jetzt das nur einzeln gesetzt. Der Kopf, Schöpfergott. Das ist der geistige Kopf. Das, der Buchstabe Resch symbolisiert das Rosch, den Kopf. Aleph ist der Schöpfer, immer rot. Dieses Zentrum, und das ist Gott, göttlich, das Zehn ist das Gotteskind, weil du erlebst den Traum. Mhm. Solange ich vor dem Bücherregal stehe, als JCH erlebe ich nichts. Ich muss zuerst ein Buch in die Hand nehmen, dazu brauche ich ein blaues Ich. Genau. Das ist dieses Spiel. Das ist Gott das Meer. Interessant, das gelbe GL steht für den Geist Gottes. Der Bolabert, gelb, und der sitzt jetzt im Roten. Das ist das hebräische Wort für Adam. Genau. Komm, ich habe das absichtlich schon hergesucht gehabt. Und sobald du jetzt ein Roder wirst, bist du eingehüllt in dein Eich, um dich herum ist nur dein eigener Geist. Und Geist hat keine räumliche Ausdehnung, darum befindet sich das in einem Zentrum. Und du wirst jetzt merken, dass das ganz wichtig ist, diese Farbgebungen für dich dann in das Farbenspiel, das ist jetzt reine Physik in erster Linie, da steckt nämlich alles drin, aber ich will jetzt zu euch abgleiten. Kleinen Moment. Wir waren beim Tier. Dass du hier schon merkst, dass dieses Tier ist letztendlich dann das, was du einen Enosch nennst. Mhm. Das ist jetzt das klassische Wort für Mensch im Hebräischen.
Aber das heißt gefährlich, heillos, hoffnungslos, tödlich, unhaltbar, krank und verzweifelt. Nicht zu verwechseln mit unseren Ordern. Das ist nämlich dann auch rot, der Rode. Genau. Dass ich jetzt nicht so auch abgleite, weil jedes Wort, da hast du dann den äußeren Wert, war dann der ausgedachte 45, der ausgedachte Order. Innen sieht es anders aus, da ist 600, immer dran denken, 600 ist das Endmem in der Zahlenreihe und der wird jetzt zur Quintessenz. Das ist die 600 wird zur Quintessenz. So, jetzt wollte ich, jetzt weiß ich wieder, was ich wollte, weil ich im Faden hab, verloren habe. Wir sagen, wir haben das erste Mal einen Wellenberg. Das ist, was wir aufschmeißen, wenn ich von unser Ei nehme, den Schöpfergott nehme. Und ich sage immer wieder, wenn wir unsere Wasserlinie, unseren Wasserspiegel uns jetzt ausdenken, in dem Moment, wo ich von unten durch eine Eruption einen Wasserberg aufschmeiße, ist es ja auf dem Wasserspiegel wie eine kleine Insel, die aus Wasser besteht. Aber ich weiß jetzt in unserem Prinzip, dass ich sage, sobald ein Berg auftaucht, entsteht etwas, was nicht mehr Wasser ist, gehört immer ein Minus dazu. Denk an die Badewanne wieder, wenn wir da Wasserwellen reinsetzen, ist es nicht, dass das die Berge und dann die Täler kommen. Wir haben eine Nulllinie und alles, was wir über die Nulllinie herausheben, müssen wir von unten nach oben klappen, weil die Nulllinie bleibt immer Null. Okay? Ja. Jetzt pass auf, wir haben oben den Berg. Das hebräische Wort für Berg ist Har. Das ist schlichtweg die Wahrnehmung einer Rationalität, HR. HR ist die Wahrnehmung, Ratio steht immer für eine persönliche Rationalität, für eine spezielle persönliche Berechnung. Das ist ein Wellenberg, den du aufschmeißt. Das ist Haar. Das Berg natürlich ist interessant, weil wir können jetzt da vielfältig lesen, wir können in einem erwachten Geist lesen, wir können das blau machen, dann heißt es in einem erweckten Gehirn. Und das Ganze ist dann Polar erweckt, Gag ist unsere Welle und so weiter. Da habe ich ja oft darauf hingewiesen. Was ich jetzt dir eigentlich zeigen will, ist, in dem Moment, wo ein Haar entsteht, muss im selben Moment ja ein Dal entstehen. Das hebräische Wort für Dal schreibt sich jetzt ein ganz interessanter, das heißt einmal GI in der Kurzform. Das ist nämlich das Dal, eigentlich Gia. Und das ist jetzt natürlich unterhalb vom Wasserspiegel. Dieses Tal ist der Geist, ein bewusster Geist, ist ein bewusstes göttlicher Schöpfer. Das heißt, alles, was du dir überlegst, entspringt aus dir selber. Es ist eigentlich der Geist Gottes. Der ist der Schöpfer. Ich kann auch jetzt den letzten Buchstaben blau machen, dann siehst du nämlich den Wasserspiegel mit den zwei J's, die sich spiegeln, dann habe ich der Geist Gottes und seine Schöpfung. Stimmt oder stimmt? Stimmt. Und das ist jetzt zwangsläufig die 14, und da wissen wir, das ist das J, das heißt eine intellektuelle Öffnung oder im Gott geschlossen. Genau. Wenn ich jetzt nämlich dort das J mache, das ist nur das Spiel. Gott in Gott geschlossen oder ein intellektuell geöffnet? Genau. Und das ist das hebräische Wort für Hand. Und da haben wir wieder die Quintessenz, der Quintessenz-Schöpfer und die existierende Öffnung. Und da wissen wir, das heißt, ich werde auf- und abschwingen. Genau. Reines Hebräisch. Und das wird dann extrem vielfältig. Und jetzt haben wir das Papier, auf dem ich dir das mitteile, in dem klassischen Buch. Jetzt könnte ich jedes dieser Worte, wirst du merken, passt lückenlos in dieses System hinein. Ist nur zuerst einmal diese Gedankenwelt in ein Universum. Das führt uns dann hier zu, wie entstand das Universum. Da schauen wir uns jetzt ganz kurz rein. Und dann schauen wir uns natürlich den hier, mein Lieblingsprofessor. Der äußert sich einmal ein bisschen über Bewusstsein. Ich lasse das jetzt einmal laufen. Da haben wir jetzt schon Gott, All, ist Le, Es, ist Physik. Alles ist Physik. Und da weise ich wieder darauf hin, ein wunderschönes Beispiel, wenn du wach bist, wenn du dich informierst aus dem Internet. Jetzt ist natürlich vollkommen logisch, dass da außen eine Welt ist, weil du das zweite Gebot brichst, solange du mit dieser Logik arbeitest und dass da irgendwelche Leute was reinstellen. Und da gibt es ja unendlich viele Erklärvideos. Aber irgendwann wirst du erkennen, dass jeder immer irgendjemanden bloß nachäfft. Es sind Rezitierchen. Es wird nur nachgeäfft. Das nehme ich jetzt einmal an. Dieses Allphysik ist ein junger Busch und der macht halt das, was man an der Uni ihm erzählt hat. Er war ja auch einmal ein Student, der macht auch nichts anderes.
Genau. Wichtig ist, du musst das chronologische Denken überwinden. Das heißt, die denken nicht selber. Das sind erst einmal jetzt, das, was du jetzt anschaust, ist deine Information. Das ist auch deine Information. Die Menschen, die du dir ausdenkst, entstehen in dem Augenblick, wenn du sie denkst. Und ich kann immer nur betonen, das ist hundertprozentig sicher. Und wenn du an den Menschen denkst, wird dieser Mensch genauso sein für dich, wie du ihn dir denkst. Der kann ja gar nicht anders sein. Ich mache es mal ganz einfach, wenn ich mir jetzt ein blaues Maßmännchen denke, kann das dann rot sein? Prinzipiell schon, dann muss ich es mir aber rot denken. Gut denken. Wenn ich mir jetzt irgendeinen Menschen ausdenke und ich denke mir, das ist ein Böser, kann der dann überhaupt gut sein? Prinzipiell schon, aber nicht für mich. Für mich ist er so lange böse, solange ich in mir böse denke, und gut ist er nur dann, wenn ich in mir gut denke. Das ist diese Sache in Selbstgesprächen hunderte Mal, wo ich sage, ich gebe dir ein Papier mit Farbspritzer drauf, die du als Schriftzeichen erkennst, und das sind jetzt einfach nur Namen von Persönlichkeiten, mit denen du was anfangen kannst. Willy Brandt, Angela Merkel, Donald Trump, Putin, Albert Einstein und so weiter, Adolf Hitler. Es sind ja nur Farbspritzer auf dem Papier. Genau. Hier, Pa, hier durch Pi. Unser Pi ist die Weisheit Gottes rot geschrieben und das Wissen deines Intellekts. Das wird jetzt blau. Durch das Wissen deines Intellekts gespiegelt in dir vorgestellt in deiner Spiegelung, das ist das Papier. Und dann stellst du dir die Menschen vor und du bist hundertprozentig sicher davon überzeugt, dass der Gedanke, den du jetzt denkst, den du Mensch nennst, dass der unabhängig von dir da außen existiert, auch wenn du nicht dran denkst, und dass der genauso ist, wie du ihn dir ausdenkst. Ich entblöße hier den Wahn, an dem du ein bis dato hier und jetzt ausgedachtes Leben lang gelitten hast. Ja. Es ist purer Größenwahn in einer vollkommenen Unbewusstheit. Ich weiß immer wieder, wenn ich sage, ich bin der Erste. Alles, was ich dir erkläre, wenn du die Gedankengänge mitgehst, denk doch jetzt an irgendeinen Menschen. Das ist schon hochinteressant, wenn ich sage, such dir mal irgendeinen persönlichen Menschen aus, denk dir den jetzt einmal. Dann sitzt du jetzt als Brüssel da, wenn du dich körperlich denkst, und du musst förmlich warten, welcher Mensch dir jetzt einfällt. Du kannst dir das gar nicht raussuchen, an wen du denkst. Stimmt oder stimmt? Ja. Das ist die erste große Erkenntnis, die einen wach macht, ist, dass ich erkenne, dass ich mir gar nicht raussuchen kann, was ich denke. Erinnere dich an mein Speisekartenbeispiel. Zu glauben, wenn du jetzt als Brösel in deinem Traum in ein Lokal gehst und in die Speisekarte rausschaust, dass du derjenige bist, der bestimmt, was du dir zum Essen bestellst. Wenn du mal der bist, der sich selbst beobachtet, was du demütig eingestehen, dass der Depp überhaupt keinen Einfluss drauf hat. Gehe ich jetzt aber nicht drauf ein. Jetzt hören wir da mal rein, was eigentlich das Universum, und jetzt geht es natürlich schon los, wenn ich die Worte wirklich ganzheitlich nehme, ist unser Uni. Zuerst einmal die Eins, ein Verbundensein der Gott. Das ist das System, wo ich dir hier erkläre. Da brauchst du übrigens kein Wörterbuch. Das Rot-Blau lesen kannst du ohne Wörterbucheintrag machen. Das ist nur diese kleine Tabelle. Wenn du die im Kopf hast, kannst du jede Kleinigkeit, jede Autonummer sofort umsetzen. Du kannst mit dieser Tabelle, wenn du im Kopf hast, kannst du die hebräische Tora fließen lesen. Klingt jetzt unglaublich. Innerhalb kürzester Zeit. Dann kriegst du zwar einen anderen Text, dann kriegst du zwar einen anderen Text, wie das hier übersetzt ist, aber wissen wir ja mittlerweile sowieso, dass das extrem trügerisch ist. Du kannst das Fließen lesen, und zwar das, was wirklich dasteht. Jetzt kannst du natürlich mit Rot-Blau spielen. Im Kopf, kannst du lesen, in inmitten, das rote B, Kopf des Schöpfers. Ist eine logisch-intellektuelle Erscheinung. Im Kopf des Schöpfers ist das schöpferische Licht als Quintessenz Gottes im Mehrsein, immer sein. Die Schöpfung erscheint als wahrgenommene Logik, Gestalt gewordene intellektuelle Gestaltwerdung. Blaues M. Du musst jetzt nur spielen. Das heißt dazu hier von vornherein, es wiederholt sich eigentlich immer diese Floskel herunterreduziert. Das sind jetzt Auslegungssachen. Was übrigens dann komplett Berosch, das ist ja das, was übersteht. Inmitten dieses Kopfes, Bara, wird etwas geschöpft, herausgeschöpft aus diesem Kopf. Und zwar ist es ein Geschenk,
Ski, das in die in Erscheinung tritt. Das ist nur rot-blau. Ich muss jetzt die Hintergrund, wenn ich dann nachschaue, passt das sowieso. Schau, da ist zum Beispiel hier in der Mitte, im Inneren. Und Gott sprach, es werde eine Ausdehnung inmitten. Eine Ausdehnung in Dock, dick, denk, wenn ich sage, das ist wie ich dick. Ja. W und J kannst du zwischen zwei Hauptkonsonanten austauschen. Ja. Inmitten des Wassers. Inmitten des Wassers. Das ist eigentlich hier der Wasserspiegel. Und er scheidet das Wasser von den Wassern. Jetzt haben wir zwei Wasser. Wir haben auch zwei verschiedene Lichter. Das heißt auch, es ist Licht und es ist Licht. Und genauso haben wir das rote Wasser. Das ist die Gnede, die 200 Gramm rote Gnede und die Wasserwellen, das blaue Wasser. Das eine ist oben und das andere ist unten. Er schied die Ausdehnung und schied das Geschenk et einer augenblicklichen Öffnung. Schauen wir uns mal die augenblickliche Öffnung an hier. Ups. Das ist die augenblickliche Öffnung. Et, die Buchstaben ED. Jetzt wirst du merken, dass das ein eigenartiger Komplex ist. Damals hast du mal einen Raub, das heißt die Berechnung einer Beschwörung. Mhm. Das passiert in der Ewigkeit. Ewigkeit ist Ehe. Immer dran denken, bei Ewigkeit denkst du an ewig. Ja. Wie es in mir ist Raumzeit, bis in mir das Bewusstsein ist, dass ich das begreife. Dann da es es. Es es ist Shin. Links punktierte Sinn. Die geöffnete Schöpfung ist ein Sinus. Die ganze Zeit hindurch, da muss ich wissen, dass Zeit, das heißt dann mal hier, nur augenblickliche Erscheinungen sind. Ewig, fortdauernd, für immer, im Verlauf, immer fortwährend, immer zu, solange bis. Kurz eigentlich, die Hauptwörter, wenn da raus wird, sage ich immer, meistens wird diese Radix in der Dora mit bis übersetzt. Das heißt aber auch Zeuge und das heißt Ewigkeit. Darum mache ich hier einen kleinen Satz. Ed rot gelesen, du bist der Zeuge bis Ewigkeit. In mir ist die Raumzeit und das wird, war schon so und es wird immer so sein. Im Meer so sein. Mhm. Das heißt, sehr wie ich dich, da kann man jetzt eine Karte draus machen, das ist im Mittelpunkt, ein bewusster Beobachter steht immer eine Bewusstseinsstufe höher als irgendein Objekt, das er sich ausdenkt. Genau. Da gibt es auch nichts zu diskutieren. Wenn er nicht diskutieren will, hat er es nicht verstanden und dann kannst du ihn eher abhauen. Dann bleibt es ein Gedanke. Am besten löst du dich von einem Problem, von was Vorgelösten, in dem Moment, wo du es nicht mehr denkst. Mhm. So, und jetzt hören wir uns aber da rein. Ton ist da, oder? Ja. Schön. Vor circa 80 Jahren stellte der Priester Georges Lemaître eine Hypothese auf. Schon vor 80 Jahren. Das sind jetzt nur Worte, die du hörst und diese Worte zwingen dich, dir jetzt eine Vergangenheit zu denken. Das ist das Problem. Den Namen kannst du jetzt wieder nachschauen, da musst du in deine geistigen Archive gehen, aber wir lassen es jetzt einfach ein bisschen laufen, da wirst du gleich merken, wo das Problem liegt. Eine Hypothese, die zeigen sollte, dass unser Universum einen Anfang hatte. In Verbindung mit den experimentellen Belegen von Edwin Hubble, die nahelegten, dass sich unser Universum ausdehnt, und der allgemeinen Relativitätstheorie von Albert Einstein wurde klar, dass je weiter wir in die Vergangenheit schauen, desto kleiner das Universum dann natürlich sein musste. Das ist der Spiegeltunnel, die Röhre, wo du reinschaust, die letztendlich in dir drin ist. Das sind total falsch ausgelegte Theorien. Das ganze Problem beginnt schon mit dem Wort Universum. Wir wissen, dass Universum eigentlich das in eins gekehrte heißt. Das ist, wenn ich die Worte nicht verstehe und ich mache Vorstellungen aus einem Wort, es ist schlichtweg und einfach, das Uni ist das eine. Schau, wir haben jetzt hier schon die eine Ecke. Mhm. Unicor, Corona, Cornis. Es gibt keine Zufälle in deiner Welt, dass zur Zeit da außen angeblich Corona ist. Da außen ist kein Corona. Wo war jetzt die ganze Zeit Corona? Nicht gedacht. Ich frage dich, wo Corona war. Sobald du an Corona denkst, ist Cor dein Korpus. HRS heißt die Erde, wenn wir es hebräisieren. Das spielt auf Decke. Klar sein. Und Pus ist Eider. Der Korpus. Genau. Korpus ist deine Information. Das, was dich einhält. Ich sage immer wieder, wenn du ein träumender Geist bist, dann wird deine Traumwelt, die aus ständig wechselnden Bildern besteht, wird dein Körper. Ja. Momentan, wenn du an dich selbst denkst, denkst du an den momentanen Trockennasen auf dem Körper.
an den jetzigen Trockennasenaffenkörper. Ich frage dich, wo kommt der her? Dann wird deine Logik sofort sagen, ich wurde von meiner Mutter geboren. Soll ich das bezweifle ich? Wir müssten das klären, was verstehst du bei dem Wort ich? An was denkst du bei dem Wort ich? Also gut, momentan bist du so programmiert, wenn du an dich denkst, denkst du an den jetzigen Körper. Ich bezweifle, dass dieser Körper von deiner Mutter geboren wurde in der Vergangenheit. Ja, damals war ich noch ein Baby. Sag ich, jetzt denkst du dir einen anderen Körper aus, den denkst du auch jetzt. Du bist aber der, der sich das ausdenkt. Genau. Stimmt oder stimmt? Ja, stimmt. Jetzt guck mal, ich sag, Leid beginnt in dem Moment, wo du was glaubst. Ich sag, du stehst vor einem göttlichen Richter. Jeden Moment in deinem Denken beobachte ich dich. Und ich sag dir jetzt, wo das Geheimnis liegt. Alles, was du glaubst, wo du dich 100% sicher wähnst, ich frage dich Sachen, wie ich jetzt gerade gefragt habe, an was denkst du, wenn du an dich selbst denkst? An was denkst du bei dem Wort ich? Und die Aussage, die tätigst du unter Eid. Mhm. Und für jeden meiner, den du schwörst, lasse ich dich bis in alle Ewigkeit in einer Welt, wo du ums Überleben kämpfst, mit Schmerzen, mit den ganzen Wechseln, mit den Auf und Ab, bis du einfach nur noch das beschwörst, was du auch beschwören kannst. Nämlich das, was du wirklich selbst erlebt und am eigenen Leib, mit eigenen Augen gesehen hast, jetzt normal raumzeitlich gedacht für deine Basic-Logik. Und wenn du das magst, dass du sagst, ich kann beschwören, dass mir der das erzählt hat und ich kann beschwören, dass in dem Buch das drin steht und in dem Video wird dieses oder jenes behauptet, dann ist es vollkommen okay. Die Schwierigkeit beginnt, wenn du das plötzlich in deinem Kopf verwirklichst. Mhm. Dass zum Beispiel hier vor Jahrmilliarden irgendwann einmal ein Urknall passiert ist. Kannst du es beschwören? Kannst du beschwören, dass die Erde eine Kugel ist? Kannst du beschwören, dass deine Mutter dich auf die Welt gebracht hat? Was du in dem Moment magst, dass du dir was ausdenkst als Ursache für dich selbst. Aber es dürfte doch so sein, dass die Ursache für irgendetwas, was du dir ausdenkst, dass du mal du bist. Mhm. Es kann doch nicht ein Gedanke die Ursache für den Denker sein, sondern der Denker hierarchisch ist doch die Ursache für das, was er sich ausdenkt. Das ist keine komplizierte Philosophie, das ist einfach das, was ist. Ja. Was natürlich wichtig ist, dass das eine mit dem anderen unteren Bau verbunden ist. Ich sage immer, so wie das Meer mit seinen Wellen verbunden ist, kann ich aber nicht sagen, die Wellen sind die Ursache für das Meer, aber dann doch wieder irgendwie, und du wirst jetzt irgendwann merken, dass man die vier Seiten braucht. Was ist ein träumender Geist, wenn er nicht träumt? Ein Nichts. Das ist übrigens ein Zustand, den es überhaupt nicht gibt. Es gibt überhaupt keine Möglichkeit, dass du jetzt einfach mal dir eine Zeitspanne ausdenkst von einer Stunde, wo du keinen einzigen Gedanken denkst und keine Informationen wahrnimmst. Mhm. Und ich höre dann immer wieder, ja, aber wenn ich jetzt doch schlafe, ohne zu träumen, dann so, ja, das ist richtig, das denkst du jetzt. Du denkst jetzt der Vergangenheit aus und während du das denkst, hast du Gedanken in deinem Kopf. Du denkst jetzt eine Zeitspanne aus, meinetwegen von 2 Stunden, und sagst, in die letzten 2 Stunden, die du dir jetzt denkst, weil alles, was auftaucht, taucht jetzt auf, habe ich 2 Stunden geschlafen, ohne an was zu denken. Aber während du das denkst, sind doch ständig wechselnde Informationen in deinem Kopf. Mhm. Mein 22 Uhr und 8 Uhr Beispiel. Gehe ich jetzt auch nicht drauf ein, sondern ich wollte jetzt nur von vornherein darauf hinweisen, dass das, was Worte aus dir machen, diese Worte, die du jetzt hörst, dass das Universum heißt schlichtweg und einfach das in Eins gekehrte. Es ist alles in den einen, der du selbst bist. Ja. Und das, was in dir auftaucht, diese Gedankenwellen, das ist Uni, du bist das Uni. Wir schauen uns die uns das nochmal an. Immer wieder dieses einfache Spiel, das müssen wir natürlich jetzt rot lesen. Mhm. Das Uni, das verbundene Sein Gottes, vereinigt, verbunden, ein Essain, ein Bewusstsein, das einfach nur Gott ist. Sobald wir das die Eins, die wir uns ausdenken, ist es aufgespannt, getrennte Facetten, die existieren aufgrund eines Intellekts. Ja. Mhm. Dieses Universum, Universus heißt, in dieses eine ist alles hineingekehrt. Es gibt kein außerhalb, es gibt, ich kann mir was ausdenken, aber es ist trotzdem in mir drin. Und es, ich denke es hier und es ist jetzt. Das ist das ewige Hier und Jetzt. Und solange du das nicht erkennst, dass du immer der Mittelpunkt bist, und schauen wir mal, was jetzt hier passiert mit dem Mittelpunkt. Und die Konsequenz des Ganzen war, dass das Universum vorher in einem einzigen, unendlich kleinen Punkt konzentriert sein musste, den wir heute als Singularität bezeichnen. Schaut, ein winzig kleiner Punkt.
Das Problem ist, den Punkt alleine gibt es nicht. Das ist wie ich dick der Mittelpunkt. Diesen weißen Punkt gibt es bloß, weil man einen Unterschied hat zu was Schwarzen drumherum. Normalerweise würde ich jetzt gerne einen schwarzen Punkt machen. Das ist nämlich unser schwarzes Loch und das Weiße drumherum ist das weiße Loch. Und da wirst du merken, dass mir wieder in der Farbe, und da springe ich jetzt ganz kurz, ich muss, das sind so viele Kleinigkeiten, die dir fehlen, dieses Schwarz und das Weiß. Ich erkläre nochmal unser Diapositiv und Dianegativ. Wir denken uns zuerst einmal hier weißes Papier. Immer hier ist Pi das Wissen deines Intellekts und das erwächst du. Wir denken uns jetzt ein weißes Blatt Papier und wir denken uns, das wäre eine Fotografie, eine Schwarz-Weiß-Fotografie. Das schöne Beispiel mit unserer Ritter. Das wäre jetzt praktisch, das Bild wäre schwarzer Pullover, wenn das jetzt schwarz-weiß wäre. Im Hintergrund ein weißer Stuhl, weißes Gericht mit einer schwarzen Brille und schwarze Haare. Und die klassische Filmentwicklung, übrigens das Wort Film, wir wissen F ist I, beginnt schon wieder mit Pi, ist LM, ist eine Lichtgestaltwertung, wenn wir das jetzt blau lesen. Diese Facette aus P, weil der BH heißt ja hier, dieses hier, dieses P, Paar, heißt ja hier. Und jetzt ist es interessant, dass also diese, der Film ist ja dann Pi, da brauchen wir das Phi noch dazu, da kommen wir dann noch in der Physik, die Zahlenwerte sind alle wichtig. Also ich rede von einem Wissen, das sich deiner Menschheit komplett entzieht. Von einem rein geistigen Wissen, das jetzt übrigens nicht für irgendwelche Menschen ist, die du dir ausdenkst. Das wäre unser Diapositiv und dasselbe brauchen wir jetzt in der klassisch, verstehe die Metapher, du wirst gleich merken, ich bringe was Neues, brauchen wir Diernegativ. Das Prinzip habe ich schon erklärt, ich bin bloß auf die Normen nicht genau eingegangen. Und das heißt jetzt definitiv, was auf dem Positiv 100% schwarze Farbe, wir machen nochmal das, was wir sehen, sagen wir, ist feuchte, noch feuchte, flüssige, schwarze Farbe. Da haben wir 100% schwarz. Wo weiß ist, ist keine Farbe und je nach Grau werden, nennen wir das, sage ich einmal, wenn jetzt da 50% Helligkeit grau ist, ist da nur 50% Farbe aufgetragen. Wenn es ein ganz leichter Grauton ist, ist vielleicht bloß 10% Farbe ausgetragen. Und jetzt brauchen wir da eine Spiegelung dazu, nämlich das Diernegativ, wieder ein weißes Blatt Papier, auch unsere feuchte Farbe drauf. Aber interessant, was hier 100% Farbe ist, hier überhaupt keine Farbe. Wo hier keine Farbe ist, ist hier 100% Farbe. Wenn hier 20% Grauwert ist, ist hier 80% Farbe und hier 20. Wenn hier 10% ist, ist hier 90%. Es geht darum, dass wenn wir diese zwei aufeinander legen, wird das Schwarz in der Mitte zu 100% vollkommen gleichmäßig ein allereinziges Schwarz. Das ist Krishna, das ist Gott. Und der ist eingehüllt in das Weiß. Wir wissen, das Weiß ist hinten ein scharfes S, ist ein B im Weib. Das heißt, das schwarze Loch ist das Weiße definitiv eingehüllt in dem Weißen, in dem Weib. Mhm. Ja. Interessant ist, dass die Farbe, und jetzt gehe ich da wieder zurück, dass das, was dich einhüllt, Bild habt ihr? Ja. Ist doch dein Leben. Jetzt pass auf. LBN. Das spricht mal Leben aus. Das ist das hebräische Wort für Weiß. Da steht das Weib. Das ist dein Leben. Und das Schwarze ist im Zentrum drin. Das ist das schwarze Loch. Zufall? Gibt's nicht. Das ist im Blauen, ist dieses Leben, sagst du, ich weiß. Dann bist du ein geistloses Weib. Und die Frau steht für deine Logik. Und ich kann immer wieder nur sagen, es geht jetzt nicht darum, du bist ein Geist. Du spielst zurzeit die Rolle auf der Bühne, wie Charlie Stande, von einer Frau oder von einem Mann. Aber ich unterhalte mich ja mit dem Geist, der hinter dieser Maske auf der Bühne sich befindet. Ich unterhalte mich immer nur mit Geist. Und Geist ist ein Neutrum. Wir können das Leben natürlich auch lebend schreiben, dann heißt es auf Hebräisch zum Sohn hin. Ich führe dich wieder zurück zu dem, der du eigentlich bist, nämlich ein Gottessohn. Mhm. So, machen wir da weiter. Das war jetzt nur der kleine Punkt. Und das ist ein Nichts, was ich, wenn ich immer sage, jedes Wort wird wirklich, das Nötigste muss man 400 Seiten Buch drüber schreiben. Ja. Zeichnen.
Das stimmt aber nur insofern, wenn wir von einem räumlich endlichen Universum ausgehen. Sollte das Universum allerdings unendlich sein, dann war es das auch schon von Anfang an. Das heißt, wenn wir von einem Urknall sprechen, dann gehen wir auch davon aus, dass dieser überall war. Denn eine Sache, die man sich bei der Ausdehnung des Universums wirklich bewusst werden muss, ist, dass das Universum kein Zentrum hat. Nun hat man. Das ist jetzt ganz interessant, das ist Materialismus. Ich sage, alles, was materialistische Logik dir erklärt, musst du um 180 Grad drehen. Egal was es ist. Das Universum ist das absolute Zentrum. Aus dem alles herausgedacht wird, ohne dass das, was du dir herausdeckst, dieses Zentrum verlassen kann. Nichts kann den Kopf, den roten Kopf, den Kopf des Schöpfergottes, den Rai verlassen. Es gibt zwei Möglichkeiten. Der Rai, alles befindet sich in diesem Rai, in diesem ersten Urspiegel, im Kopf des Schöpfergottes. Und sobald er in sich Unterschiede aufschmeißt, intern, extern, schau das kleine Bild an, dann kriegst du die erste Polarität. Und den Rai, wenn ich den jetzt als Wasserspiegel des Meeres nehme, hast du das, was ich dir gerade erzählt habe, unsere wahrgenommenen Berechnungen, die Berge, die du aufschmeißt, sind immer verbunden mit dem Dal, mit dem Geist Gottes. Mhm. Mit G. Jetzt kann man natürlich damals 16 Zeiten haben, das GI auch, das ein Gehirnintellekt. Dann wird der Gehirnintellekt die Ursache für die wahrgenommenen Berechnungen. Stimmt oder stimmt? Merkst du, wie einfach das wird, wenn man Deutsch versteht? Mhm. Das Geschwätz ersparen wir uns. Jede Kleinigkeit, wenn ich jetzt normal als Brüssel und der Brüssel rede, alle Studenten äffen schlichtweg alles nur nach. Wir springen jetzt einmal an eine Stelle und hören mal genau, was er jetzt sagt. Ich zeige dir jetzt erst einmal ganz kurz hier die 43. Okay. Das ist der große Magier, der Zaubermeister. Und jetzt hören wir genau zu, was er jetzt sagt. Und diese ersten 10 hoch minus 43 Sekunden nach dem Urknall bezeichnet man als Planck-Ära. Die ersten 10 hoch 43. Das ist ja, sind wir überreichlich drauf eingegangen. Und das ist die Planck-Ära. Das ist das Wunder, das ist vollkommen rätselhaft. Das ist das Geheimnis dieser 111, Aleph, Elef, die ganzen Möglichkeiten mit diesen drei Zahlen, wenn man die durchspielt. Mhm. Da haben wir übrigens dann im Pyramidenwert das Shi. Mhm. Also die 1, Shah. Wir haben jetzt die 3, eigentlich ist es der Digitalwert, wenn ich jetzt hier immer wieder, der Logos ist 01, das ist unser erstes Bit. Mhm. Kannst du folgen? Ja. Atbash 400 ist der Immerseinde, das Staff rot gelesen ist Jahwe. Das ist das große, das ist die Planck-Ära. Wir können jetzt natürlich hier das NK noch dahinter setzen, einfach einmal so. Und dann kriegst du jetzt hier, ist ein Kurzwort für die Propheten und Schriften im Alten Testament. Aber wichtig ist eigentlich nur das, das ist das bewusste geistige Sein, das immer absolut vor H-A-N-D ist. Das ist wie, du bist, wenn ich jetzt auch vorm Spiegel und hinterm Spiegel, das eine gibt es nicht ohne das andere. Das ist das Immersein, das ist dieses Zentrum, dieses Universum als Ding an sich ist der absolute Mittelpunkt. Und du bist immer der Mittelpunkt, egal was du um dich herum denkst. Da bin ich so oft drauf eingegangen. So, und jetzt hören wir uns mal das mit dem Bewusstsein an. Da geht es schon los, Bewusstsein, bewusst kann man nur sein, es gibt nichts, was Bewusstsein hat. Das ist jetzt tiefster, geistloser Materialismus. Das ist das, was man Naturwissenschaft nennt. Und was genauso geistlos ist, ist Religion. Du wirst merken, ob du Theologie studierst oder ob du Physik studierst, Astrophysik studierst, Chemie studierst. Das Hauptproblem ist, du brichst das erste und das zweite Gebot, weil du immer meinst, du hast mit dem, was du denkst, nichts zu tun. Es war vor dir schon da und wir Physiker wissen ja, wir Menschen wissen ja, wir religiösen Menschen wissen ja, der Wahn von einseitigem Wissen, der im Widerspruch zu anderem Wissen steht. Also wer Spaß an Gedankenexperimenten hat, der bleibt. Mich muss das doch mal wissen, was ein Experiment ist. Ein Gedankenexperiment ist, dass du dir einen Gedanken denkst und sobald, wo kommt der Gedanke her, den du denkst, der kommt aus diesem absoluten Mittelpunkt, ich nenne das auch Internet oder Gott. Und dann taucht der zuerst einmal in dir innerhalb auf
Und ein Gedankenexperiment, Ex heißt heraustreten, Barry heißt um dich herum und Mendior heißt etwas überlegen und Lügen verbreiten. Tausendmal erzählt. Das sind die Gedankenexperimente von Physikern. Und du wirst feststellen, das ganze zurzeit in dir existierende Weltbild, in deinem Programm, in deinen Schwamminhalt, dieses nachgeäffte Wissen, das ist nur Zeug, das du nicht einmal überprüfen könntest, wenn du wolltest. Das ist eine tiefgläubige Dogmatik, eine Religion, wie jede andere Religion auch. Und ich weise auch immer wieder darauf hin, dass alle religiösen Menschen zuerst einmal tiefgläubige Materialisten sind, schon aufgrund der Tatsache, wenn sie unbewusst chronologisch denken, sie brechen meine Gebote. Mhm. Egal, was du denkst, es ist jetzt und es ist hier. Egal, wo du dir das hindenkst. In dem Moment, wo du das bewusst machst, das sind wieder die zwei Seiten, ist es genauso einseitig, aber das Bewusstsein selbst, die 200 Gramm rote Gnete, verändert sich nicht. Das ist die erste Botschaft, die ich dir mitteile. Aber wir schauen nochmal, was er da alles raussappert. Der Lautsprecher, den du jetzt zuhörst, das ist kein Mensch. An was denkst du bei dem Wort Mensch? Das sind so Kleinigkeiten. Ja, an irgendeinen Körper. Der Mensch ist kein Körper. Ich kann immer wieder bloß darauf hinweisen, der Mensch ist eine ganze Lebensgeschichte. Das ist ein Programm vom Säugling bis zum Greis. Ein Mensch wird, wenn er an sich selbst denkt, zuerst einmal an den aktuellen Tierkörper denken und dann denkt er sich natürlich Körper, die er schon hatte und die er noch bekommt. Aber jetzt haben wir wieder die zwei Seiten. Sobald du an den Körper denkst oder irgendwelche Körper denkst, wo du sagst, das bin ich, das war ich, die werde ich noch bekommen, diese Körper. Schon interessant, ich habe einen Körper, das ist etwas, was man besitzt. Der etwas besitzt, ist was anderes wie das, was besessen wird. Und solange du dich mit dem Körper verwechselst, dass du sagst, ich bin der Körper, dann bist du besessen von einem absolut trügerischen Glauben. Bleibe jetzt dran, denn es gibt Astronomen, ja wirklich, es gibt Astronomen, die schließen aus der Bewegung von... Astronomen. Astro heißt zuerst einmal eine einseitige Auslegung, ich betone, heißt zuerst einmal ursprünglich nicht nach außen gestreut. Denk an Astro. Und Nomen hängt jetzt davon ab, ob du das Griechisch oder ob du das Lateinisch sagst. Das sind nämlich einmal die Namen und dann sind es die Gesetze. Nomen ist Omen. Im Namen, in dem Wort eigentlich genau genommen, liegt die Vorbedeutung. Das ist festgesetzt in einem unendlichen Komplex. Und sobald du ein Wort einseitig auslegst, sobald du aus dem Wort Krebs bloß eine Krankheit oder bloß ein Standzeichen machst, dann heiligst du das Wort. Sterne darauf, dass sogar die Milchstraße womöglich Pläne, Ziele und Zwecke hat, dass vielleicht sogar das gesamte Universum ein Bewusstsein besitzt. Das Universum, das ganze Universum besitzt ein Bewusstsein. Ich kann jetzt nicht sagen, dass er nicht recht hat. Ich kann immer wieder nur darauf hinweisen, egal was irgendwer dir auftaucht, behauptet, wenn du ich bist, erkennst du, dass der recht hat. Aber dass er nicht weiß, wovon er spricht und schon gar nicht, was das bedeutet, was er sich denkt. Das Universum ist das Bewusstsein, das in dem Uni verbunden sein der Gott ist das einzige Bewusstsein. Und das Versum VRB stabil erweckt. Ist für dich, dein Summa Summarum ist das, was du mit deiner derzeitigen Logik denken kannst. Aber dir sollte klar sein, dass alle Denksysteme, die du dir jetzt ausdenkst, wo du sagst, die kenne ich nicht, waren ja auch von dir als Blackboxen ausgedacht. Ich sage immer wieder, egal was eine Figur in deinem Traum erzählt, diese Figur in deinem Traum ist eine Information, die letztendlich das erzählt, weil du das träumst, wenn du dich zu einem träumenden Geist machst. Mhm. Auch das, was er jetzt erzählt, ist nur, weil du dir das ausdenkst. Jetzt ist natürlich in dir wieder dein hundertprozentig sicher bewiesenes Wissen, dass diese Aufzeichnung eine Datei ist, die in der Vergangenheit, die du dir jetzt in die Vergangenheit denkst, getätigt wurde, die Aufnahme wurde getätigt in der Vergangenheit, bevor du dir das ausgedacht hast. Wie unendlich geistlos ist eigentlich ein Geist, rot geschrieben, der glaubt, ein Gedanke, den er denkt, ist schon da, bevor er gedacht wird. Das ist Holofeeling. Wenn du was denkst, denkst du das aber immer jetzt. Selbst wenn du jetzt denkst, dass du dir gestern gedacht hast, denkst du dir das jetzt. Das ist das Spiel, was passiert, passiert immer jetzt. Es kommt aus diesem einen, der alles ist, für einen kleinen Moment eine Gedankenwelle, ein Gedankensplitzer. Und da können wir jetzt dann sehr tief gehen, weil dann kommst du in die Oberwellen. Das ist ein arithmetisches System,
dann fällst du nämlich hier in dieses Prinzip rein von Sinuskurven. Achte auf die Faden, da gehe ich dann noch drauf ein. Das sind übrigens 2π. Ein Aufrollen und ein Einrollen. Da bin ich drauf eingegangen. Was viele gar nicht wissen, was das soll, es ist ein Einheitskreis. Das sind nur raumzeitlich, je nachdem, wie wir das jetzt definieren, aufgetragene Blickwinkel. Die Blickwinkel setzen sich zusammen aus dem Sinuswinkel, den Cosinus, den Tangens, und die sind alle Möglichkeiten gleichzeitig innerhalb dieses Einheitskreises. Das sollte man eigentlich wissen, das ist ganz normales Grundwissen. Genau. Wenn du das jetzt nicht weißt, ich garantiere dir, du hast es hundertprozentig in deiner jetzt ausgedachten Vergangenheit in der Schule gelernt, du hast es auf deinen Schwamm drauf, dich hat es bloß nicht interessiert und darum ist es in Vergessenheit geraten. Das ist extrem wichtig, wie ich dich, weil das alles, das Geschwinge, befindet sich in diesem Mittelpunkt, das sind nur Blickwinkel, die hier in einer unendlichen Vielfalt ausgedacht, raumzeitlich sich vorgestellt werden, obwohl sich alles in diesem Einheitskreis abspielt. Mhm. Da wollte ich hin. Das ist das große Geheimnis, die Lichtgeschwindigkeit liegt immer in den Normen. Wo ich schon gesagt habe, ist ein 2π-periodisches unständige Rechteckschwingung. Und die bauen sich jetzt auf, bis sie zum perfekten Rechteck werden. Was wir jetzt nacheinander auftragen, ist eigentlich untereinander, weil Plus und Minus sich immer aufhebt. Wenn ich das jetzt da rüberklappe, wirst du feststellen, dass das Null bleibt, egal welches Geschwingel ich mache, weil zu jedem Positiv, zu jedem Wellenbereich gehört im selben Moment das Wellendal. Das chronologische Nacheinander, das ist Selbstverarschung. Und da wirst du merken, dass jetzt der Tag, der heilige Tag, das Paradies, der mich, ich bin du, das ist das rote Ich, mit dem ich jetzt reden du, teilt sich in 24 Stunden. Und zwar spiralförmig. Mhm. Dass du merkst, von 1 bis 24 gibt 300 die Zahl. Von 24 bis 48 gibt 900. Von 48 bis 72 zusammengezählt, dass das hier ein arithmetisches 1, 3, 5, 7, 9, die ungeraden Zahlen sind. Immer wieder mal Shin, mal 300. Die Reihe unendlich. Geschlossen im Spiegel, unendlich. Das ist 300. Da kommen wir dann zu Plichter, Primzahlenkreuz. Das sind aber alles Einzelwissenselemente. Ich glaube ja nicht, dass ein von dir ausgedachter Plichter das selber wissen würde, was das bedeutet. Da gibt es übrigens noch viele, viele andere Systeme, von denen du überhaupt noch nie was gehört hast, wo ich aber in dir auftauchen lassen kann, wenn du neugierig warst. Was ist dran? Und was spricht dagegen? Das war jetzt übrigens die 26, wenn du aufpasst hast. Ich lege da immer so viel Wert drauf, dass wir unten auch die Zeiten synchron laufen haben. Das ist kein Zufall, das ist wirklich kein Zufall. Pass auf. Ich dagegen. Das ist klar. Ich bin gegen dieses Geschwätz. Das Ausgleichen. Jetzt wird es mal ein bisschen crazy. Können wir uns ja mal leisten. So als Gedankenexperiment. Nur mal für Spaß. Und für diejenigen, die wirklich, sagen wir mal, down to the earth Astrophysik haben wollen, also, wenn man so sagen kann. Nächstes Video bleiben wir wieder ganz bei den astrophysikalischen Leisten. Aber jetzt wollen wir uns doch mal was anderes leisten, nämlich mal so ein Gedankenexperiment. Wie könnten denn Hinweise aussehen? Wie sollte man denn das Bewusstsein im Universum erkennen? Naja, ein Gedankenexperiment, immer dran denken, das Gedanken. GE-Quadrat, das bist du selbst. Das ist der Geist, der die Energie, E-Quadrat in der Einstein-Form ist, die ständig in eine Form von Energie umgewandelt wird. Der träumende Geist, ich kann es nicht oft genug sagen. Dann kommt unser geöffneter Existenzkonsonant gelesen, das ist, du fängst an, dich zu urteilen. Du richtest dich selber und aufgespannte Uhr ist aufgespannte Berechnungen, die fangen an, sich zu teilen, Wellenberg und Wellendal. Okay? Mhm. Und das Ganze springt dann in den Ken, Gedanken. Und unser Ken, das ist jetzt die große Sache, die Basis, da müssen wir jetzt ins Griechische gehen, das Fundament, F-Fundament, Mentior, etwas überlegen und Lügen verbreiten. Das ist immer unsere Metapher mit dem Wasserspiegel. Und ex, herausgetreten, um mich herum ist Mentior, das, was ich mir überlege und die Lügen, die ich um mich herum verbreite, weil Gedanken, die ich hundertprozentig sicher hier und jetzt denke, die in mir drin sind,
diese Gedanken verstreue ich um mich herum, das ist eine Astrophysik, die ist seriös. Jetzt macht er mal ganz crazy Gedankenexperimente über Bewusstsein. Ja, da muss ja was passieren, was man auf natürliche Weise nicht erklären kann. Wo man sagt, Mensch, das hat doch hier, da hat doch was, ein Plan. Da ist doch, da gibt's, da ist doch Zucht drin sozusagen. Zucht, den man gar nicht erklären kann natürlich, sondern der gewollt worden ist. Immer dran denken, sowas Plan, das Wunder einer Existenz. Wir können natürlich dann hier Irrläufer, die Plané machen, dann kriegst du die Irrläufer in die Irre gehen. Er geht nur in die Irre mit dem ganzen Wissen, dass er sich vorstellt und ausdenkt, weil er zuerst einmal in dem Wahn lebt. Wir denken uns jetzt einen Menschen aus, den ich beobachte, ein Tierchen, und er lebt in dem Wahn, dass das, was er sich ausdenkt, was er übrigens nie, noch nie irgendwas von dem, was er bei Astrophysik studiert hat, hat er jemals mit eigenen Augen gesehen. Er beschwört, dass das alles hundertprozentig richtig ist, weil es ihm logisch erscheint. Es ist ein Meinheit nach dem anderen, den er schwört. Dasselbe gilt für Chemiker, für Atomphysiker, die dir was von Protonen und all dieses Zeug sind Vorstellungen, die du in dir aufbaust, weil man dir das erzählt hat. Er könnte beschwören, der und der hat mir das erzählt, in dem und dem Buch steht das drin. Aber er kann nicht beschwören, dass das wirklich so ist. Es sind Märchenbücher. Aber Märchenbücher sind dann wieder extrem wichtig. Ich sage immer wieder, egal was einer behauptet, stimmt. Die Frage ist, was für Vorstellungen macht er aus seinen Worten? Was aussehen? Und angefangen hat alles mit einem russischen Astronomen, der hat mal festgestellt, dass... Das ist das allererste, was dir auffallen wird, wo ich immer darauf hinweise, wenn dir einer was erzählt, was der entdeckt hat, was der erzählt hat, was der entdeckt hat, was der gemacht hat. Du bist ein billiges, als normaler Mensch, ein billiges, nachäffendes Äffchen von den Weisheiten, die du nachäffst. Bis du dir mal Gedanken machst, kann man das überhaupt entdecken, mit deiner jetzigen Logik? Kann man was unvorstellbar Kleines oder irgendwas Großes sehen? Und dann wirst du jetzt erst einmal erkennen, dass du nicht einmal Licht siehst. Zeig mir Licht. Licht als Ding an sich, nicht irgendwelche Erscheinungen. Laserstrahl, den ich sehe, ist nicht der Lichtstrahl selber. Das ist tausendfach erklärt. Das ist übrigens hundertprozentig sicher, was ich sage. Das ist Selbstentgeistigung, was hier passiert, wenn du das nachäffst. Hat aber einen tiefen symbolischen Sinn. Also es ist wichtig, ich sage immer wieder, es ist wirklich, wie ich dick, befindet sich im Mittelpunkt, in diesem Mittelpunkt, in dem Universum drittes in Erscheinung, weil die Wellen letzten Endes, wenn ich weiß, dass das immer symmetrisch abläuft, den Mittelpunkt gar nicht verlassen können. Kühle, jüngere Sterne im Zentrum der Milchstraße sich schneller bewegen, als sie es eigentlich sollten. Du hast schon mal wissen, dass das Wort Stern von dem Wort Star, Stereo kommt und das weder was mit räumlich zu tun hat, noch mit einer Bewegung durch Raum und Zeit. Für ihn bewegt sich der Starre. Ich nenne das, er setzt etwas in Bewegung, in sich selber. Aber das ist ein ständiger Austausch von Bildern im Hier und Jetzt. Also da war so eine Anomalie da. Die konnte er nicht erklären. Und der Craig Metloff, ein Astronom von der City University in New York. Göttliche Spiegelung im Order. Ja, genau. GR, fremd, ein Reisender. XG, ich kann jetzt auch die Wahrnehmung in einen Gehirn sagen, ist MT, eine gestaltgewordene Erscheinung, oh, schmeißen wir weg, wir können auch von Ad, vom weiblichen Du, Log FF, zwei Facetten. Adam ist männlich und weiblich, Denker und Ausgedachtes. Das ist das, was da wirklich das bedeutet. Es ist sehr, sehr einfach. Ich bleibe immer in einem Prinzip, das du mit deiner jetzigen Basic-Logik, wenn man ein bisschen Vordersprache studiert, nachvollziehen kann. Mal schauen. New York, der hat nun die Daten... Das ist übrigens, man achte auf das Wort, die reden immer von Ent-T-Ecken. Wir wissen, was die Vorsilbe Ent bedeutet, wenn du Holofeeling studierst, so wie es in den Wörterbüchern drinsteht, was kein normaler Mensch weiß. Wenn er irgendetwas von sich entfernt denkt, meint er, das ist da außen und er hat damit nichts zu tun. Die Vorsilbe Ent weist darauf hin, dass er sich zuerst einmal was aus sich herausdenkt, vor sich hinstellt, das aber dann wieder wie in einen Spiegel zurückreflektiert, in ihn reinfällt. Wenn Spiegel um dich herum sind, das ist die Metapher. Eines Satelliten nämlich von Hipparchos genommen und hat dann also 118.000 Sterne nochmal genau, also so hat, das hat der Satellit untersucht und da ist dem aufgefallen, Mensch, was der Kollege damals erzählt hat. Ambedoni 118.000 Sterne. 100 ist Affe, Affinität, 18 bin ich. Das stimmt ja, es gibt ja tatsächlich dieses Problem und das kann man ja eigentlich gar nicht anders erklären als, ja, was gibt es denn noch für Möglichkeiten für so anormale Bewegungen, wenn nur Massen bewegen? Möglichkeiten. MG wissen wir, gestaltgewordener Geist ist der Zauberer.
Ja. Sein eigenes Licht, du urteilst dein Licht in Schattenwelten, in Unterschiede. Die Lampe im Projektor wird durch das Dir, Projektionsdir, durch die Maske Dir auseinandergeschmissen in unendlich viele Unterschiede. Das, was wir jetzt die Unterschiede bei unseren Schwarz-Weiß-Futter, die Helligkeit oder bei Farbe wird es dann nur komplexer, auf den Zapfen unserer Augen und den Stäbchen, was die Unterschiede, die wir wahrnehmen, du kannst nur Unterschiede wahrnehmen. Das ist eigentlich das große Spiel. Das steckt alles in diesen Worten drin. Können, es sind aber gar keine da. Ja, dann muss ja, dann muss ja was gewollt sein. Und interessanterweise hat Metloff das in den Zusammenhang gestellt mit einer philosophischen Debatte, wo der sogenannte Panpsychismus eine Rolle spielt. Also die Vorstellung, es gäbe ein kosmisches Bewusstsein, wird in der philosophischen Debatte über das Verhältnis von Geist und Materie, von Leib und Seele heute diskutiert. Er sollte ja mal selber denken und nicht einfach bloß geistlos nachschwätzen. Ich spring da mal ein bisschen rein, dann ersparen wir uns das und dann können wir wieder mal Geistreiches machen. Schön wäre es, wenn man praktisch die Naturwissenschaften verwenden könnte und könnte die mit in das philosophische Weltbild ziehen und dann könnte Geist eben etwas sein, was aus der Materie aufgebaut wird? Also Achte drauf! Er dreht die Kausalität um. Es ist ein tiefgläubiger Materialist. Geist ist etwas, was aus der Materie aufgebaut wird. Weil es ist ja, wir wissen ja hundertprozentig sicher, Geist ist ja erst entstanden, wie sich die Materie so weit entwickelt hat, dass sie zu einem Gehirn geworden ist. Unglaublich. Ja. Ja, du sagst jetzt unglaublich, das ist alles, dein Ganzes, deine Autoritäten, selbst deine Ärzte, die du dir ausdenkst, die versuchen, einen Enosch, ein sterbliches Säugetier am Leben zu halten, möglichst lange. Es ist der Wahnsinn schlechthin, wenn du mal anfängst, mit einer wirklich geistlichen Logik zu denken. Ja. Da kann ich tausendmal sagen, der Säugling muss sich auflösen, dass er Schulkind wird und das Schulkind muss sich auflösen, dass er Erwachsener wird. Und das, was du jetzt einen Kreis nennst, die Helene, an die du denkst, wenn du das Programm Helene laufen hast, oder der Körper, an den du jetzt denkst, wenn du mit dem jetzigen Programm läufst, das eben diesen Körper aufwirft, an den du denkst, wenn du an dich selbst denkst, löst sich schon wieder auf, wenn du nicht mehr an den Körper denkst. Der einzig konstante Parameter, das ist hundertprozentig sicher, das ist der Geist, der diesen Traum, dieses Traumleben erlebt. Und der ist ewig, weil er was ist, was gar nicht existieren kann als Ding an sich. Er kann aber wach werden. Das ist wie ein neues Programm, ist wie ein neues Leben. Und das ist für dich nicht vorstellbar. Du kannst nicht hierarchisch in der geistigen Entwicklung von unten nach oben sehen. Obwohl das alles schon gleichzeitig immer da ist. Das ist, wenn ich sage, du kannst einem 4 Wochen alten Säugling nicht erklären, wie eine Kaffeemaschine funktioniert. Keine. Oder was Sexualität ist in Bezug auf Trockennasen, auf Säugetiere. Aber das sind so Nebensächlichkeiten, die mit dem wirklichen Sinn des Lebens auf den höheren Ebenen gar nichts mehr zu tun haben. Ich kann immer wieder nur sagen, das, was du hier das Wissen einer Menschheit nennst, ist das Wissen einer Schimmelpilzkolonie für mich. Materie braucht, aber selber eben dadurch entsteht, dass jedes materielle Teilchen eine Art protomentale Eigenschaft besitzt. Also pass auf, es ist absolut richtig, was er sagt. Das ist das Irre bei Holofeeling, du wirst nie hören, dass es nicht stimmt. Du musst nur die Kausalität umdrehen und du musst es ganzheitlich betrachten. Hören wir mal nochmal, was er sagt. Schön wäre es, wenn man praktisch die Naturwissenschaften verwenden könnte und könnte die mit in das philosophische Weltbild ziehen und dann könnte Geist eben etwas sein, was aus der Materie aufgebaut wird, also es ist Geist ist nichts. Und er wird zu etwas in dem Moment, wo er zu denken anfängt. Das Meer ist zuerst einmal nichts. Ich betone das rote Meer, zu dem kommen wir dann gleich. Rot steht immer für den Adam. Was ist ein Adam, der nicht träumt? Das ist ein absolutes Nichts. Und in dem Moment, wo du jetzt dich als träumenden Geist setzt, wirst du aufgebaut, weil du zu träumen anfängst. Das heißt, du baust in dir eine rein gedanklich vorgestellte, ausgedachte Materie auf und die macht dich dann erst zu dem träumenden Geist. Ansonsten bist du ein absolutes Nichts. Merkst du, das stimmt eigentlich irgendwie? Materie braucht, aber selber eben dadurch entsteht, dass jedes materielle Teilchen... Achte auf das Wort entstehen. Das heißt, das nachfolgende Wort wird erst einmal ausgedacht, vor sich hingestellt und dann ins Gegenteil gekehrt. Das heißt, wenn etwas entsteht, wird es in Bewegung gesetzt. Das sind immer die zwei Seiten, plus minus gleichzeitig. Eine Art protomentale Eigenschaft besitzt. Das heißt also, das Bewusstsein, die Entwicklung... Das ist mental. Mens ist Denken.
dieses Man selber, die Grundradix, ist das Manna in der Bibel, was sollen wir leben, wenn wir aus Ägypten rausgehen, von Man. Man, Luther übersetzt es mit Himmel, Haim. Das Meer von Gott ist das Bewusstsein im Roden, im Adam. Das ist das Bewusstsein, das nicht existiert. Darum ist es die Seide. Das immer seiende E, die immer seiende Energie. Wir haben natürlich dann was Negatives, weil wir ja eine Trennung brauchen. Okay? Den können wir wegmachen. Das Mentalen, der mentalen Eigenschaft. Und Tal haben wir ja schon gehabt. Ja. Das ist zuerst einmal Tal, heißt der immer seiende Gott. Ich gebe das einmal die Zeichen. Tal, ich gebe es einmal so ein. Das heißt, du wirst sein wie ein Gott. Dasein des Schöpferlicht, das immer seiende Gott. Und das hebräische Wort für Dal ist Gehi. Das ist es Dal, der Geist Gottes. Wir können dann der Geist des göttlichen Schöpfers noch mit dazu machen. Das heißt auch Dal. Und dieses Tal, dieser immer seiende Gott ist Geist und er fängt an Runden zu drehen. Das ist der Grund von allem. In diesen 14, durch die intellektuellen Öffnungen. Kann ich jetzt sagen, das stimmt nicht, was er sagt? Nein. Die Frage ist, was versteht er unter den Worten? Was verstehst du unter den Worten, wenn du zuhörst? Eigenschaften bis hin zum Bewusstsein, ja sogar Selbstbewusstsein. Bis hin zu einem Selbstbewusstsein, das ist der höchste Stand, den es überhaupt gibt. Was bin ich selbst und was sind meine Gedanken? Und ich kann tausendmal sagen, an was denkst du, wenn du an dich selbst denkst? Egal an was du jetzt denkst, dann beginnt in dir ein Gedanke zu existieren, der bist du nicht. Du bist die Quelle für diesen Gedanken. Und selbst wenn du dir jetzt den ausdenkst, der seine Gedanken in sich aufwirft, ist der wieder ein Gedanke. Da habe ich so auch darauf hingewiesen. Wäre praktisch eine schrittweise Verbesserung des Bewusstseinsinhalts dadurch, dass die Materie sich in einer bestimmten Weise organisiert. Ein Molekül hat mehr Bewusstsein, hätte dann mehr Bewusstsein als ein Atom und ein Atom hätte mehr Bewusstsein als ein einfaches Proton. Ein Atom ist ein unteilbares. Ein Proton, ein Elektron, jetzt geht diese ganze Teilchen zu, wie man das nennt, los, wo Vorstellungen auf, dass da gibt es nichts zu entdecken. Das sind symbolische Bilder. Das Hauptproblem ist, das Universum ist eigentlich ein Atom. Es ist das eine, das zwar in sich gekehrt ist, aber sobald du was aufschmeißt, ist der Wellenberg und das Wellental, das sich ja gegenseitig wieder zu Null macht. Das ist wie ein Ist-Gleichzeichen. Ändert sich an dem Nullpunkt nichts, wenn ich das gleichmäßig mache. Ja. Und wenn ich jetzt weiß, dass wenn ich sage hier, das spielt keine Rolle, das, was du bist, spielt keine Rolle, das, was die Rolle spielt, ist schon was Ausgedachtes und dann kriegen wir dieses Spiel. Und das Proton hätte mehr Bewusstsein als ein Quark. Aber alle Teile hätten tatsächlich einen Anteil an der Bewusstseins, an dem Bewusstseins. Ich sage ganz einfach, egal was du dir ausdenkst, egal welche Welle, ob das jetzt eine Grundwelle ist, ob das eine Oberwelle ist, ob es ein Spritzer ist, der heraus, eine Gischt, die herausspritzt, Ich ist Gestalt geworden, die Erscheinung, das sind die obersten Spritzer, ob die sich jetzt aus dem Dampf machen, zu Wolken werden. Das ist, du kommst aus diesem System, egal wie du das nennst, wie all. Wir sind immer wieder, W ist doppelt aufgespannt, all ist das hochgehobene Joch, wissen wir alles, kommst du nicht raus. Und das lasse ich jetzt gut sein. Es ist immer eine Frage, was machst du aus den Worten? Was wir uns jetzt anschauen, es hängt zusammen über die Aussprache und die Aussprache führt dich jetzt zu den Phöniziern. Die Phönizier, ich lasse gleich einmal die Herkunft des Wortes. Jetzt lass dich, jetzt wirst du wieder merken, Holofeeling vom Feinsten, it's the best. Das ist das erste Mal, stammen die vom Roten Meer ab. Wir wissen halt, dieses Rote Meer ist übrigens Ursprung des Persischen Golfs. Die Völkertafel Genesis Sidon. Schau, das ist eigentlich ursprünglich, heißt es hier Fischerstadt. Denk an den Fisch. Ja. Der Urvater der Sidoiner ist einer als Sohn Kanaans und das ist der Enkel Noahs. Bezeichnung, das ist dann Kanaan, da müssen die in die Arche mit reingehen. Ganz einfach wichtig ist das Volk heißt eigentlich Rot. Wir halten das fest. Und das Ganze führt uns dann zuerst einmal zur phönizischen Schrift.
Da gibt es jetzt, das habe ich jetzt schon hierher gefahren, ich hätte jetzt da noch viel dazu sagen können. Phönizisch ist die Grundlage für dieses Zeug hier. Zum einen sagt man für das Griechische, zum anderen sagt man hier für die semitischen Sprachen, für die hebräische Quadratschrift, das Urphönizische. Und jetzt ist das Erste, was du beachten solltest, diese Internetseite hat nie irgendein Mensch in der Vergangenheit ins Internet reingestellt. Alles, was kommt, kommt aus dem mittelsten Punkt heraus. Und das ist jetzt hier diese schöne Tafel, wo man lateinisches, griechisch-hebräisches und arabisches Alphabet aneinander stellt. Was jetzt dir eigentlich schon auffallen sollte, dass die Farbanordnungen, die hier sich aufbauen, das ist eine Welt für sich selber, wenn ich dir das erkläre, dass diese Farbanordnungen entsprechen exakt dem hier. Genau. Und da haben wir jetzt den roten, den Adam. Und ich sage immer, unser Einheitskreis. Habe ich denn da irgendwo gehabt? Die Gesichtsebenen. Das wird hier genau über die Sprache erklärt. Der hier. Der Einheitskreis, der beginnt hier beim Adam. Im Farbenspiel. Das Hebräische wird rot. Dann gehen wir zu gelb. Da kann ich jetzt, der Geist Gottes wird polar. Dann kommst du zu grün, Irak, da gehe ich jetzt nicht nochmal, kann man dann reinschauen, wird hier alles erklärt. Das heißt dann auf, eine affine Berechnung, aufblühen, wenn, denk an den Spring im Englischen, wenn die grüne Farbe, wenn die Sachen auftreiben, wenn aus den Ästen wieder grüne 2G herausplatzen, Blätter. Dann kommst du in die Türkislinie, die ist bei 9 Uhr, wenn man das als Zifferblatt nimmt. Dann das reine Blau, das Weltliche, Kaf Kol, wie das Weltliche, auf Hebräisch geschrieben, liegt genau gespiegelt gegenüber dem Geist Gottes, der polar wird. Und dann geht es in die sogenannte Purpurlinie hinein. Das wird dann lila, Hebräisch geschrieben, Laila heißt die Nacht, die Existenz in der Acht und fällt wieder in den Roten rein. Eine Body-Index-Kurve. Die Physik, die Physiker, die das auswendig lernen, da kannst du jetzt nachforschen, wer hat eigentlich dieses Schema aufgestellt. Aber der hat es dann gemacht, weil du das gelesen hast. Du denkst dir einen in die Vergangenheit und du bestimmst, dass der das gemacht hat. Du wirst irgendwann einmal begreifen, wenn du ein träumender Geist bist, dass jeden Menschen, egal wo du dir denn jetzt hindenkst, er beginnt in dem Augenblick in dir als Information zu existieren. Das ist hundertprozentig sicher. In dem Moment, Fehler, wo du ihn dir ausdenkst und vor dich hinstellst, obwohl er in dir drin ist. Und das ist das Schöne, wenn eine Song, der widerspricht sich erlaufen. Nein, ich erkläre bloß ganz kurz zu einem Berg, brauche mir ein Tal. Und es ist jetzt nicht, dass das der Berg und dann das Tal kommt, sondern das eine gibt es nicht ohne das andere. Und alles, was du dir ausdenkst, scheint in dir zu fehlen, ist aber trotzdem deine Information. Ja. Und genauso ist es, dass das, was in dir drin ist, holst du aus dem absoluten Uni heraus, aus der Festplatte, aus dieser Eins, der absoluten Eins, die alles ist, Allah, holst du das in dein Inneres heraus und da haben wir dasselbe, was jetzt in dir drin ist, wird aber auch nicht aus dem absoluten Inneren rausgeholt, weil ein Bild, das du auf dem Bildschirm auftauchen lässt, wird aus dem Arbeitsspeicher nicht herausgeholt, sondern bloß herausgespiegelt, herausgerechnet. Okay? Ja. Jetzt pass auf, was wir jetzt mit Phönizien machen. Wird jetzt richtig heftig. Also das ist einmal der Farbkreis, da will ich nicht. Das hat eine tiefe Symbolik über die Farben. Das heißt, ich verknüpfe hier schon Physik und Geschichtsforschung, weil in der Vergangenheit ja nie was war. Und du musst jetzt wissen, dass also hier das Phönizien selber, da springen wir mal ganz kurz Phönizier rein, allgemeines, die als Phönizier bezeichnete ethische Gruppe, Stadtstaaten, das ist jetzt, merkst du, die Worte lösen jetzt schon wieder irgendeine Vergangenheit und dann woanders in dich aus, auf. Das, was hier wichtig ist, ist von 1000, das ist Elef, bis 600, das ist das Endman. Ein Zeitraum ist ein Gedanke, den du dir jetzt vorstellst, ausdenkst. Und zwar ist es wichtig, das Süd- und Westliche, das Mittelmeer. Im Meer ist ein Raum. Mittel ist immer ein immer seiender Raum. Und das ist jetzt, wie ich dick aus diesem, wie ich aus diesem Mittelpunkt herauskomme, Exportgüter. Und zwar ist es vor allem auch Purpur und Elef, Polarität ein, Elfenbein, Elfbein, Elfenbeinobjekte.
das Zedernholz, Libanon, Leben, LBN, die Konsonante Radix. Zu einer polaren Existenz werden, augenblicklich kreisende Erscheinung wird in GE-Quadrat ein Birr, Gebirge. Wir sind wieder bei unseren Haaren. Ja. Und jetzt ist die Geburt eines Intellekts erzeugt zwei Existenzen und das ist die Insel, das ist das Ei. Das Ganze im antiken Britannien hat nichts mit Sachen zu tun, sondern das Bri kommt vom Bara. Wir wissen, wenn du aus dir was herausschöpfst, erschaffen, Affinitäten, erschaffen durch Gott, nochmal außen, außerhalb Bolor, berechnete Schöpfung, innen heißt es im Kopf verbunden, inmitten verbunden im Kopf des Schöpfers. Mhm. Wenn wir aus dieser Schöpfung eine polare Berechnung deines Intellekts machen, blau, BR heißt das Äußere, mein Äußeres, wenn ich es blau lesen tue, ist es die Gesundheit, die Vollkommenheit, bestimmt, gewiss und klar und sicher, ist es dann, wenn ich weiß, dass es ein Gedanke von mir ist. Ich bin der eine und jetzt habe ich hier die vier Phasen von dem Einheitskreis. Plus, 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 minus, minus, minus und das Ganze passiert hierher 3, 4, 3. Ich tue es nicht nochmal erholen, du weißt, was ich meine, die Spiegelung. Ja. Denk an Dennett, an Dark, ja, an unsere gespiegelte Sachen. Außerhalb berechnete Intellekt oder verbunden im Kopf Gott, im Kopf Gottes. Das, wenn du Holofeeling verstanden hast, kommst du in eine Vollkommenheit, in eine Gesundheit, weil du weißt, dass du der Schöpfer bist, der alles in sich selbst erschafft, was du magst. Und gesund machen tust du das, dass du einfach begreifst, es gibt kein Hell ohne Dunkel, es gibt kein Gut ohne Böse, kein Gesund oder Krank. Du verstehst langsam, was es bedeutet, der Geist zu sein, der mit zwei Wahrnehmungen arbeitet. Da steckt jetzt der Geist, ist Gott, das G wird zu I, GI heißt Dal, unten, immer, und HH ist das HBH, das ist das, was du anschaust, und dann kriegst du die Heilung. Stimmt oder stimmt? Das ist unsere 13, die auch Liebe heißt und Einsheit, männliche Eins, Echert. So, diese phönizische Schrift führt uns dann zwangsläufig hier, wo war man, die Phönizier, die phönizische Schrift. Das, ich erwähne jetzt das, dass die Tabelle hier sehr in einem Versatz drin hängt. Da sind immer wieder Fehler, du kannst es anders darstellen. Es gibt von uns so diese einfache Tabelle in Holofeeling. Da habe ich jetzt schlichtweg einfach durchnummeriert, den Platzhalter, dann lateinischen, die hebräischen Buchstaben, griechische Groß- und Kleinbuchstaben. Die haben wir ja hier auch. Mhm. Du wirst dann merken, da gibt es eine Verschiebung und da schauen wir ganz kurz einmal ein bisschen was an. Die Verschiebungen sind Darstellungsstellen. Das ist zum Beispiel hier, wenn wir jetzt das A, B, C, D, E, F, G, wir haben ja die Vokale mit dabei, die gibt es ja hier nicht. Mhm. Was aber alles an extremen Sinn macht, wenn du weißt, wie das funktioniert. Da ist zum Beispiel das F, ist es Waff, der sechste Buchstabe. Genau. Ich sage immer, bei F denkst du an eine Facette, das ja eigentlich unser BH ist. Führe ich dann zum Pi und im Zahlenwert hat dieses Waff im Griechischen keine Entsprechung. Da fällt diese 6, das wird dargestellt in der Schreibschrift, wenn man da tiefer reingeht, mit dem Endsammich. Mhm. Und das heißt Ex. Das heißt eigentlich heraus, darum ist die 6, wissen wir, ist ja was Aufgespanntes. Unser U, O, V, U, je nachdem, wie wir das Waff setzen. Ist es schwingend? Ist es bistabil? Ist es das W? Oder ist es O? Und das ist dann immer eine Facette, die du siehst, die sich in dir aufspannt, die aus dir herauskommt, darum ist es das X. Interessanter, das passiert nochmal mit dem Buchstaben, nämlich mit dem Zade. Der 18. Buchstabe ist der Geburtsgeber, das bin ich. Ich gebäre die 90 meine Spiegelungen, das sind immer Berechnungen von mir. Siehst du die Geburt? Schau mal, was da steht. Weißt du, was das bedeutet? Natürlich nicht, sag, selbstverständlich weißt du es, du musst bloß ich sein, ich bin du, frag mich doch ganz einfach. Das heißt 90. 90. Das kriege ich aber für 90. Aber schau mal, interessant ist, schon wenn ich jetzt das anschaue, das beginnt mit 2N. Ja. Schauen wir uns das mal ganz kurz genau an. Jede Kleinigkeit wird spannend, glaub mir, kein Film, kein Krimi, den du bisher als interessant gesehen hast, ist spannender, wie wenn du anfängst, in die Tiefe deiner Sprache mit der Vordersprache hineinzusteigen.
wenn du die geistige Reife hast. Das ist also zuerst einmal, machen wir hier das Griechische, wir schauen uns einfach N an. Da kommt das Wort Energie zum Beispiel her. Das ist ja ein griechisches Wort. Ich verweise auf das Gi, der Geist Gottes. Das ist das Tal unter der Wellenlinie, der immer seiende Gott, Theol. Stimmt oder stimmt? Ja. Das ist das dann mal der physikalische Größe, Einheit E. Geschichte des Begriffs N, Ageia, zurück. Und zwar schlichtweg und einfach heißt hier, das N heißt innen. Und Gea, die Kraft, die griechisch rein philosophisch, lebendige Wirkung, die Wirksamkeit, das ist alles übertragen. Das heißt Energie ja nicht, das heißt innere Wirkung. Wir werden uns das eventuell dann gleich nochmal anschauen. Wir schauen uns erst einmal das N an, bei diesem N erinnert wird. Jetzt sind natürlich griechische Wörter. Du musst gar nicht groß griechisch lernen, du musst nur Vatersprache verstehen. Das ist also hier verweilen, ein Verweilen, ein Sein, es sei in ein Bewusstsein. Das verweilt immer in, an oder auf etwas. Das erste Mal ist Bewusstsein immer innen. Es ist göttliches Sein. Es kann natürlich zu einer intellektuellen Existenz werden, dann wird eine Schöpfung existierend, ist die Schöpfung eine aufgespannte Facette und die ist et, unser hebräisch geschrieben, unser Augenblick auf irgendetwas. Mhm. Erstens vom Ode und zwar am gewöhnlichsten innerhalb. Innerhalb des Raums, weil du immer der Mittelpunkt bist. Du wohnst, GE-Quadrat wohnt praktisch im Licht des eigenen Ich. Das ist die Lampe im Projektor. Spaßig, ne? Ja. Aber jetzt pass auf, schauen wir uns mal das Griechische hier an. Damals hast du mal, das beginnt mit ein. Wir lesen es einmal Elef, J nun, dann heißt es das Nicht-Existierende. Mhm. Stimmt oder das stimmt? Den können wir übrigens ganz kurz einmal anschauen. Ob es das gibt, einzeln? Das ist im Trimeter. Eine Form. Im heißt das Meer auf Hebräisch. Tri heißt meine Reihe. Und MTR? Gestaltgewordene gespiegelte Berechnung. Halt, Moment. Gestaltgewordene gespiegelte Berechnung. In Tri, meine Reihe. Ist der Regen. Es fängt an, etwas zu regen, überschütten. Ich überschütte mich mit Regen. Übrigens, das Regen selber, wenn wir das hebraisieren, die Berechnung einer Gehirnexistenz. Dann fängst du an, dich zu mägeln, zu murren, zu beklagen. Du fängst an, dich aufzuregen. AUB, auf den Schöpfer UB, beginnt sich etwas zu regen. Was sind das? Deine Gedankenwellen? Ja, ja. Stimmt oder stimmt? Ja. So. Da müssen wir her. Und dann haben wir Ei, den Schöpfergott. Das ist übrigens sein Eigenname. Aha. Das ist die geöffnete Schöpfung, die zum Kreisen anfängt. Aber was hier noch wichtiger ist, wenn du runterfährst, damals hast du mal Sub ist die Quintessenz, Sof die Quintessenz. Schau mal, im Meere umherschwimmend, im Meere sich ständig wandeln, die 200 Grad und sich bewegend. Aber du wirst in Bewegung gesetzt, im Meer, immer. Das ist ein, das nicht existierende göttliche Bewusstsein, mein Bewusstsein. Da haben wir jetzt übrigens schon Sophie, das BHI. Ein Hier, das letztendlich die Weisheit Gottes ist. So, und dann haben wir dieses, da müssen wir gar nicht recht viel machen. Schau, da haben wir Domo, da sollte man wissen, Domo ist das Heim. Und das ist göttliches Sein und intellektuelle Existenz. Das ist es nun. Das ist das Heim, göttliches Sein und die zwei intellektuelle Existenz. Ja. Steht alles da, oder? Alles da. Immer. So. Wo war man, die Phönizier? Ach, bei Britannien. Jetzt pass auf, das Phönizier selber,
Das kommt aus dem Griechischen. Interessant ist, du musst jetzt beachten, wenn wir die Phone machen, da steckt doch eigentlich der Phone schon mit drin, Phone. Jetzt ist aber eine Kleinigkeit, wenn du hier von Phone, da haben wir den Phönix zum Beispiel, ja. Der schreibt sich aber dieses Phoenix. Die Phönizier schreibt sich Phoin. Die Phonetik selber schreibt sich anders. Die klingt zwar gleich, aber die wird mit einem Omega geschrieben und ihr enttauscht sich aus. Mhm. Dick. Mhm, dick. Die Phone in der Mitte. Genau. Schau, wenn du das jetzt schaust, das wird mit Phon geschrieben, obwohl das jetzt das Phönizische schreibt sich das Phoin. Und jetzt schauen wir dieses Phönizische, schauen wir uns mal an, was da drin steht. Ach, ich wollte den Ding noch machen. Das wäre jetzt so spannend, aber wenn ich ein Wort genauer anschaue, ich sage, du brauchst für ein Wort, wenn du da in die Tiefe des Wortes gehst, gerade jetzt die Kleinigkeit hätte ich da noch genauer auffächern wollen, aber das ersparen wir uns. Wir machen den Phon. Schau, dieses Phoi. Immer dran denken, wir sind hier. Mhm. Von Phönizia. Du wirst merken, das verbindet sich dann nämlich mit der Phonetik, mit dem hier. Die zwei Wörter kannst du lückenlos auch zahntechnisch ineinander schieben. Nochmal zuerst einmal das Reinigen, das Säubern. Rei, immer an den Rei, den Kopf des Schöpfergottes denken. Mhm. Das heißt, in einem Geist, Begeisterung, etwas wahrsagen, prophetische Worte sprechen. Das kannst du nur, wenn du die Sprache auch wirklich beherrschst, wenn du das verstehst, was du sagst und nicht einfach bloß rezitierst, nachäffst oder wie ein Papagei nachplapperst. Das ist dann das Geweissagte. In GE-Quadrat ist das Ich weiß, das Leben. Okay? Ja. Dann wirst du ein begeisterter Wahrsager, ein Prophet. Nicht zu verwechseln mit einem AUB. Der Schöpfer, der unbewusste Schöpfer von aufgespannten Polaritäten. Das ist eine Beschwörungskunst von toten Geistern. Alter, das sind die Lesch und Konsorten deiner Welt. Das sind zwar Zauberer, aber das sind unbewusste Zauberer. Ja. Nicht zu verwechseln mit den Magier. Der weiße Magier und der schwarze Magier. Man spricht immer von der schwarzen und der weißen Magie. Jetzt ist natürlich materialistisch gesehen, ist die schwarze Magie das Böse und die weiße Magie das Gute. Es ist genau umgekehrt. Krishna ist die schwarze Magie. Es gibt eine heilende weiße Magie und eine zerstörerische schwarze Magie. Die schwarze Magie ist zerstörerisch, weil die alles wieder heilt und eins macht. Genau. Die weiße Magie reißt es aber auseinander. Das Vibe. Denk wieder an unser Beispiel mit dir positiv und dir negativ. Ja. Es hat aber nichts damit zu tun, in deiner bisherigen einseitigen Vorstellung von gut oder schlecht. Das heißt, wenn du was liest, du sollst nur beobachten, ob du das jetzt nur positiv oder nur negativ setzt. Genau. Und jetzt ist es, dass dieser Wahrsagerprophet, du jetzt runterfährst. Wir machen jetzt hier die nächste Radix dazu, das ist das N. Wir springen jetzt da gleich einmal in das N rein und schau, wie sich das jetzt wandelt. Da muss ich nicht so weit runter machen. Jetzt wird das Ganze, das Wort steht für Blutrot. Das heißt, Blut in einer Hülle stecken. In Adam ist im Zentrum das Rote. Genau. Stimmt das? Ja. Das heißt, du wirst jetzt mit in der Hülle stecken gefärbt. Darum ist zum Beispiel, wenn du was malst, muss dir klar sein, es ist ein Unterschied, wenn ich jetzt das Wort malen sage, malen. Mhm. Du merkst nicht beim Aussprechen, ob ich da ein H mit reinmache oder nicht mit reinmache. Ja. Mhm. Aber M-A-L ist das dann mal von Gott. Genau. Okay, und das in der Hülle stecken ist der göttliche Geist. Ja. Dieser göttliche Geist. Das ist übrigens die Spiegelung von unserem GI, von unserem immerseinen Gott, der unten ist. Und dann wird diese logische Berechnung zu einem Eck und es ist das Licht deines Ich, die Facette, die du zurzeit beleuchtest. Ja. Mhm. Und wenn wir da jetzt weiter runtergehen, dann kommt plötzlich die purpurrote Blut, das purpurrot. Mhm. Was jetzt hier wichtig ist, das ist dieses Spiel hier, im göttlichen Farbenspiel, dass du hier definitiv plötzlich, wenn du rumkreist in unserem Ding, du kommst hier beim Aufblühen in das Blaue und vom Blauen unten kommst du in das Purpure und gehst wieder zurück in den ewigen Roten, in den Adam. Mhm. Und bei jeder
von vorne, das ist, die Naturwissenschaft macht dann eine Reihe, da kommen halt aus dem sichtbaren Bericht leicht und die Frequenzen waren höher. Das ist alles Blödsinn, das ist ausgedachtes Zeug, wo du nicht siehst, wo du nicht anfassen kannst, was für Menschen hundertprozentig sicher ist, dass wenn du jetzt die Luft, ich kann es nicht oft genug sagen, die Luft, die du atmest angeblich in deiner Lunge, das ist Licht, das du atmest, das, ob jetzt die Luft von außen kommt oder das Licht von außen kommt. Die Schwierigkeit ist, du landest irgendwann einmal zuerst dieses Licht, das hebräische Wort für Licht. Wenn ich jetzt hier ein Intellekt reinschiebe, dann wird das Licht zur Luft. Und du atmest die Luft nicht. Die Luft, die du atmest, die angeblich aus Wasserstoff, Sauerstoff, aus Sauerstoff, Stickstoff besteht, dieses Gasgemisch, das du nicht siehst, das du nicht riechen kannst, das du nicht spürst. Wer hat es entdeckt? Ja, ich gehe mir ins Internet, kann mir ja nachschauen. Jetzt denkst du dir jemanden aus und du bestimmst jetzt, dass der in der Vergangenheit es entdeckt hat, bevor es dich selber gegeben hat. Ja. Lass das auf dich wirken, ist das nicht absolut doof? Es ist aber das, was du einem hier und jetzt ausgedachtes Leben gemacht hast. Du hast genau. Menschen Wissen und Macht zugesprochen, die gar nicht existieren, wenn du sie nicht denkst. Ja. Und das ist halt hier jetzt, das steckt hier schon drin. Jetzt kann man natürlich hier, ach, jetzt weiß ich was, das Schöne, das NN, seht ihr? 90. Ich bin wieder also innen, zweimal, wir haben innen und innen, wir haben zwei Wege über innen und innen, siehst du das? Ja. Das heißt, den absolut innersten Mittelpunkt, den du nicht denken kannst, aus dem entspringt jetzt was in dich hinein. Das ist die Geburt. Und jetzt kriegen wir dieses Echo, was bedeutet das eigentlich einzeln? Wir können mal zuerst einmal das erste absolute Innen machen wir weg. Und wir denken uns jetzt ein ausgedachtes Innen und dann schauen wir mal diese kleine Radix an. Okay. Darin. Ein Vergnügungsort. Ein Mann und eine polare Berechnung, Bar und ein Äußeres. In Vergnügen freudvoll. Das Leben, die Freude beginnt in dem Moment, wenn ein Geist zum Träumen anfängt. Wie viel Freude hat ein Geist, der nicht träumt? So viel zu den Deppen, die wieder versuchen, sich in die Stille meditieren zu wollen, dass sie nichts mehr erleben müssen. Das ist die Grundradix, wo da drin steckt. Okay? Ja. Und jetzt schauen wir uns den an. Gibt es da was? Wir können den immer um einen verschieben, einfach einmal spaßhalberweise nach vorne schieben. Cool. Den haben wir nicht. Ich schmunzel jetzt. Das ist eine, die Radix ist ganz interessant, die Grundradix, die sprachen leise zueinander. Von einer unmerklichen Bewegung, von der Bewegung, die unmerklich ist, die ganz klein ist, ein ganz leichtes Zittern um den Nullpunkt. Wenn ich immer wieder sage, du musst ausschlagen, denk an mein EKG. Schlag nie zu arg aus. Lebendig wirst du, wenn du ganz langsam dich um den Mittelpunkt herum bewegst, ohne dass du zu weit ausschlägst. Und das ist auch hier die Grundradix vom Vorherigen. Das vorhergeht, aber vorher nicht räumlich oder nicht zeitlich, sondern das, was immer dasselbe ist. Mild lachen. Denk wieder an Lachen. Ja. Auseinandergeschmissene Garde. Lach. Mi, gestaltgewordener Gott, von Gott gebärt. Das ist das Gebären, Ilet. Ja. Die Lichtöffnung. Genau. Eine Lichtöffnung von Gott. Das ist, du brauchst dieses leichte Zittern. Das Ganze ist übrigens auch dann hier, wenn man das K mit den zwei, das ist übrigens ja die 8 im Griechischen. In die Mitte, das ist dann die Spitze. Vom vorherigen Vorhergehen, nicht räumlich oder zeitlich, sondern hierarchisch gesehen. Und das ist der Geburtsgeber. Und das lassen wir jetzt gut. Das Purpur ist natürlich klar, dass man hier zweimal Pur ist ja losgemacht und losgemacht, das Schicksal. Schicksal, ja. Das ist die eigenartig, die Mischung vom Roten und vom Blauen. Und dann lasse ich es gut sein. Das ist jetzt das Spiel der Violette.
der steht zwischen dem Roten und dem Blauen. Das ist genau genommen, beginnt es beim Roten, dann kreist es rum, dann wird es blau und geht wieder als blaues Ich wieder zurück. Und die zwei gleichzeitig, das ist das Spiel, wo ich schon reichlich drauf eingegangen bin. Genau. Du kannst jetzt in dem Farbenspiel selber, wenn man das einmal wirklich lesen tut, wenn ich immer diese Farben, wenn du siehst, jede Farbe für sich, da haben wir zuerst Rot ist hebräisch Adam und das ist auch der Mensch. Nach Gottes Ebenbild. Und der steckt eingehüllt in dem Geist selber, der Geist allumfassendes Unendliche. Dann als Vorsilbe gelesen, ich werde zu was doppelt aufgespannten, Erde erwecktes Wissen, raumzeitliche Erscheinung, intellektuell zwei Lichter schweigsam. Ich werde schweigsam, das Rote im Gelben symbolisiert im Geist eines Gottessohnes. Das heißt, du bist jetzt in mir, weil ich dich ausdenke und als Brösel oder bin ich in dir, weil du mich ausdenkst. Ja. Das ist das geöffnete Meer, das ist immer nur rot-blau. Und das bedeutet Blut, aber Belut, da ist innen im, Vorsilbe B heißt im, das heißt das Meer und Licht als aufgespannte Spiegelungen. Und das Blut hast du in einer Hülle stecken. Jetzt denk wieder, du bist im Zentrum eines Tetraederspiegels, eines kleines, unsichtbares Licht und um dich herum sind Tausende, Abertausende, Millionen von Lichtern, je nachdem, wie sehr du das um dich herum jetzt verstreust. Und darum steckst du in einer Hülle. Das ist die Welt, in die du dich einspinnst. Und da gibt es jetzt die ganzen hebräischen Marken, ist feinstes Gold, sogenanntes Rotgold, alles Wikipedia. Das heißt, der Geist Gottes ist im Roten und im Roten ist im Gelben, im Geist Gottes. Genau. Wahrlich, ich bin jetzt in dir, so wie du in mir bist und jetzt können wir die Stufen, von wem reden wir, wenn wir von ich reden? Okay. Wenn ich jetzt mich als ein Geist denke, denke ich mich jetzt dich als Geist aus, dann bist du in mir und umgekehrt genauso. Dasselbe gilt jetzt für die Brösel, wenn ich mir einen blauen Kopf denke und ich denke mir, einer denkt an einen anderen, ist in dem jetzt von mir ausgedachten blauen Kopf der, den er sich ausdenkt, in dem blauen Kopf drin. Und wenn die ein Gespräch führen, fällt das alles immer in einem Punkt zusammen. Ja. Dann kommst du hier zu Neutralgelb, das hebräische Wort. Mhm. Das ist jetzt Rot-Gold-Glänzen, nennt sich das. Da kommen wir jetzt schon ganz interessant. Bizarr. In mir ist die Geburt einer Wahrnehmung. Jetzt ist jetzt das natürlich rot geschrieben. Das ist das hebräische Wort für Ei. Ja. B, das heißt jetzt das Meer Gottes. B ist ja für ihn, im Gott. Ist der Geburtsgeber und der ist die Quintessenz. Bist dabei? Rot? Ja. Im Gott ist der Geburtsgeber als Quintessenz. Genau. Und das ist es hebräisch, kann man natürlich blau auch machen. Polare Intellekt wird zur Geburt einer Wahrnehmung. Ja, ja. Polare Intellekt wird zur Geburt einer Wahrnehmung. Ich muss nur die kleine Tabelle haben und das ist das hebräische Wort für ein Ei. Gut, da schreiben wir jetzt Ei. Wir können das jetzt, das deutsche Wort Ei mit 70 schreiben, dann kriegst du einen Trümmerhaufen. Wir schreiben das aber jetzt mit einem Elef und dann ist es der Schöpfergott, der nichts ist. Das ist das Drehen der Perspektiven der Wörter. Und da kann man jetzt dann durchgehen und irgendwann einmal, da erkläre ich jetzt dieses Spiel hier, das ist eine reine Arithmetik, dann kommen wir zu grün, intellektuell berechnete Affinität, immer bei der Affinität an die zwei denken, darum ist auch der Affe, der Adam, rot gelesen, 100, rot gelesen, das Kopf rot gelesen, ist der Adam. Ja. Der Mensch, der sehr wenig Körper, also männlich und ausgedacht ist. Hast etwas ausspucken, berechnete Affinität ist das hebräische Wort für Speichel. Raumzeitliches Wissen ist die Schwelle, die Gedankenwelle im Nichts. Und das ist das Weltliche. Kolle, das ist das Weltliche. Mhm. Darum wird es jetzt genauer so, die Schwelle, wenn du das nachschaust, Schwelle, dann die Insel, interessant, göttliches ja. Sein Gottes ist dieses violette Bewusstsein, das Programm, das jetzt was Weltliches aufschmeißt, das, die Schwelle ist das Weltliche. Ich habe mir sehr viel Mühe gegeben, das farblich auch passend darzustellen. Da sind Meterschichten drin, die du erst verstehst, viel genauer wie jede physikalische Formel, wobei alle physikalische Formeln so gelesen absolut stimmig werden. Und sage ich, man müsste eigentlich normalerweise in einem Lernprozess, wenn jetzt wir uns eine Welt ausdenken, wo das gelehrt wird, so wie jetzt der ganze geistlos rezitierte Schwachsinn gelehrt wird, meine Inselwelt, von der ich immer rede, du in den letzten Selbstgesprächen, ist das ganz leicht zu lernen, also wesentlich leichter wie dieses Gesitze, wo du in deiner Welt hier mitgeteilt bekommst, obwohl das auch immer wieder stimmt.
Helene. Und dann kommen wir dann irgendwann nochmal zu dem Blau und dann jetzt kommen die Nachtfarben. Und die Nachtfarben sind jetzt rot, blaue Farben. Interessant wieder, lila. Hebräisches Wort heißt dann die Nacht. F-Lieder, die Facetten sind Lieder. Da könnte ich jetzt die wieder drück übersetzen. Lila, die Nacht. N-A, die existierende Schöpfung, in Schrecken versetzt. Schinner, Ecken, logisch berechnete Ecken. Wir haben immer eine arithmetische Struktur in unserem Tetraederspiegel. Immer. Und so baut sich das auf. Und dann lassen wir das einmal, glaube ich, gut sein. Ich springe jetzt einmal da rein. Ich muss mir aber eins muss ich uns noch geben, Helene. Das habe ich, glaube ich, der Ritter zeigt. Das ist auch schon mit reingestellt worden. Und zwar holen wir uns ganz, ganz kurz einmal nochmal eine Mathematikvorlesung. Wohlgelernt, Mathematikvorlesung, gelerntes Wissen von geistlosen Schwätzern. Ich habe doch hier unseren Professor Weiz gehabt, hier über die Geschichte mit 0,999 Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Ja. Und da erwähne ich, dann landest du irgendwann einmal bei den leeren Mengen. Mhm. Und jetzt gehen wir einfach auf YouTube die leeren Menge ein und dann haben wir gleich hier von vornherein schon mal die 2,59 gehen wir uns und ich erkläre das jetzt. Und da haben wir übrigens, unser Weiz macht das natürlich wesentlich komplexer, weil er von vornherein sagt, wenn ihr euch mit Mathematik beschäftigt, da reichen 2-3 Semester überhaupt nicht aus, da wisst ihr überhaupt noch nichts von der Mathematik. Von dem gelernten Wissen von Dummköpfen. Das interessiert uns nicht mehr. Wir wollen das geistreich lesen. Und jetzt pass auf, was eine leere Menge ist. Ich erkenne dir jetzt hier schon so einen... Halt, entschuldigen. Ja, wenn ihr mit Mengen alles drauf habt, dann müsst ihr euch das auch nicht unbedingt hier jetzt angucken, wie ich aus der leeren Menge alles basteln kann. Das ist immer eine Randnotiz. Nur wer Bock drauf hat. Also ihr habt die leere Menge... Mit nichts drin. Also du kannst ja aus einer leeren Menge alles dann. Das ist, ich nenne das schlicht einfach, wir denken uns jetzt einmal der Kiste aus. Diese Kiste existiert erst in dem Augenblick, wo du die Kiste denkst. Das ist jetzt ein Gedanke, das ist das da mal ein Wort, das beginnt mit KI. Mhm. Wir wissen, KI ist das da mal künstliche Intelligenz, das ist ein Programm. Ja. In dir ist ein Programm und alles, was du prinzipiell denken kannst, ist das, was du dir in diese Kiste reindenkst. Das ist dein Intellekt. Gut? Ja. Jetzt ist es interessant, dass in einer Kiste, die ich mir denke, die hat noch nicht einmal irgendein Material, weil ein Material kriegt die Kiste, das ist eine ganz abstrakte Vorstellung jetzt. Ein Wort, eine Information, ein Gedanke und ich kann jetzt sagen, gut, das ist eine Holzkiste. Oder Pappkiste, Pappkarton. Wird schon interessant, dann ändern sich die Worte. Normalerweise sagt man Pappkarton, da steckt der Papi schon wieder mit drin. Merkst du das? Ja. Ich wollte es bloß erwähnen, wenn was gleich klingt, hat es miteinander zu tun. Das heißt, die Kiste kriegt erst ein Material, wenn ich mir ein Material denke und in der Kiste ist erst was drin, wenn ich mir was reindenke. Und wir sagen jetzt einmal, die Kiste ist eine leere Menge. Und wie kann man jetzt daraus wirklich alles basteln? Warum sind die Mathematiker so begeistert davon? Weil ich mir da reindenken kann, was ich mir reindenken will. Will. Aber ich brauche jetzt zuerst, warum sind die Mathematiker? Nochmal, die mit dem gelernten Wissen von Dummköpfen, die nachgeschwätzt werden, arbeiten. Und meinen, sie haben mit dem, was sie denken, nichts zu tun. Das Einzige, wo ich dich als UB immer wieder darauf hinweise, du musst zuerst einmal dir klar machen, dass alles, was du denkst, ist nur, weil du es denkst. Selbst wenn du an dich selbst denkst, existiert dieses Tier, weil du es denkst. Du bist aber auch dann da, wenn du nicht an diesen Trockennasen auf dem Körper denkst. Ich erkläre dir, dass du ein ewiger Geist bist, dass du vor der Auflösung nicht keine Angst haben musst. Weil das passiert doch, es ist doch noch nie was anders gewesen. Ja. Jeden neuen Gedanken, wo du denkst, zerstört den bestehenden Gedanken. Das Problem, das Vorgestellte von dir, das Vorgelegte besteht darin, dass du dich hundertprozentig sicher wähnst, dass du in dem Wahn lebst, zu glauben, dass dieses von dir Gedachte unabhängig von dir da außen existiert, auch wenn du nicht dran denkst. Das sind die Sätze, die du begreifen, verstehen musst. Dass du dir was in die Vergangenheit denkst und du bist mit dieser geistlos mathematisch nachgeäfften Logik dir hundertprozentig sicher, dass das, was du jetzt in die Vergangenheit denkst, vor deiner Geburt schon existiert hat, bevor du es gedacht hast. Welche Vorstellung hast du von 100% sicher? Es ist erschreckend, wenn dir als Geistes bewusst wird. Ja. Das ist die Verwandlung und das passiert mit Holofeeling, mit nichts anderes, mit keiner anderen Lehre der Welt, was du darauf hingewiesen. So präzise.
Wobei ich immer wieder sage, das, was der erzählt, stimmt. Du merkst, der kommt jetzt mit den einfachsten Sachen, kommt ja schon ins Strudel. Hören wir mal zu. Das wäre gleichbedeutend mit der Zahl 0. Wir haben ja nichts drin. Jetzt ist schon wichtig. Die 0, die ich mir denke, ist ja schon wieder was. Das Nichts, das ich mir denke, ist ja schon ein Geräusch, das ich mir in diese Kiste reindenke. Die Kiste bin ich übrigens selber. Ich bin die KI, mehr war dann bloß das Wissen. Und jetzt müsst ihr abstrakterweise euch mal überlegen, ihr nehmt dann das und packt das wieder irgendwo rein, wo nichts drin ist. Also habt ihr irgendwas, wo nichts drin ist? Da habt ihr was reingepackt, wo nichts drin ist. Das wäre die 1. Das ist jetzt ganz, das ist das Uni. Das ist das absolute Nichts. Ich sage, ein Geist, der nicht träumt. Ja. Er ist natürlich jetzt was Ausgedachtes. Aber was ist der als Ding an sich? Sagst du mal, ist ein Geist, der mir denkt, das Wort Geist selber rot geschrieben, das bedeutet es rot. Das ist der Adam. Der ist ein absolutes Nichts. Er ist aber ein Gott. Gott schuf den Adam und Gott selber all. Gott ist ja nur all. Al-Hayyum ist ja dann schon ein Symbol, Gott das Meer. Nur ja. All heißt nichts und es heißt Gott. Es ist ein absolutes Nichts, Betonung nicht auf OB, ein Sub, das Bewusstsein OBs. Und dieses Bewusstsein denkt sich jetzt einen Adam. Jetzt sind die 2, ein Denker und ein Ausgedachter. Ja. Und er sagt, ihr seid eins. Ihr seid ein und dasselbe, ihr seid ein Bewusstsein. Ja. Das heißt, es ist der immer seiende Denker und seine Gedankenwellen sind ein allereinziges Meer, die Wellen sind eine Illusion. Ja. Das ist jetzt die ausgedachte Universum, das eine, das ständig in sich was ausdenkt, Wellen aufschmeißt, die wieder zurückkehren. Und das ist die Welt, wie ihr, die heißt Brand, der polare Rand. Denkt dann wieder an das Opfer, Schöpfer, Opfer. An das Nähen, wo ich dir gesagt habe, wo wir jetzt das oben, den Geist mit der Welt oben verbinden. Binden. Das sind die Spiralen. Genau. SBRI, Sefer. Das Wort Spiral, Spiral ist, wenn du gehst, das ist ja Sefer, kommst du zu den Zahlen. Und wenn ihr euch jetzt. Das wäre jetzt eigentlich ein Bit. Das Bit schreibt sich übrigens BID, in mir ist eine Erscheinung. Spricht man nochmal Bet aus. Das ist der Aufenthaltsort. Aber der Aufenthaltsort von dem Bit ist nicht die 0 oder die 1, sondern das müssten wir jetzt umdrehen. Wir können ja oben und unten immer. Unten ist nichts und oben ist das Erste, das Uni, das wir uns jetzt ausdenken und rot machen. Wir brauchen hier ja den weißen Hintergrund. Ich verweise drauf, das ist jetzt Wellenberg und Wellendahl-These und Antithese ausgedacht. Aber das absolut leere Menge ist die Synthese dieser beiden Nichtse. Ja. Al-La, okay? Implodiert bis ins unendliche Nichts, explodiert bis in die unendliche Vielheit. Überlegt, ihr schnappt. Die 2 überlegen wir uns jetzt als unterhalb des Meeresspiegels, intern im Spiegel und extern im Spiegel. Okay? Ja. Euch wieder etwas, wo nichts drin ist, und packt dort rein nichts. Und etwas, wo nichts drin ist. Wo nichts drin ist. Mit etwas, was nicht da ist. Aber der Weiz wird jetzt wieder sagen, man müsste 3-4 Semester Mathematik studieren, bevor ihr das begreift. Das ist immer wieder auch so, wenn die eine sagen, die Relativitätstheorie, was das wirklich bedeutet, da musst du wirklich so und so viele Semester studieren, bis du da wirklich mitkommst. Es ist unendlich zerdacht. Das ist jetzt die ausgedachte 0 und das ist die ausgedachte 1 und die sind beide in sich eigentlich nur mal ganz abstrakt nichts. Nichts. Genau. Das ist schon ein bisschen blöd, aber das wäre entsprechend die 2. Also ich habe so den Eindruck, dass er nicht so richtig mitkommt. Ja. Mit dem, was er selber erzählt. Vielleicht erkennt ihr jetzt hier schon so ein Schema. Wenn ich jetzt sage, ich nehme wieder etwas. Und das Spiel ist, es wird einfach bloß noch lachhaft. Ja. So, wenn ich kann immer wieder sagen, egal wen du mir bringst, du kannst alles machen, aber lass dich nicht auf eine intellektuelle Diskussion ein, egal welcher Professor du bist. Erinnere dich an einen der letzten Selbstgespräche, es geht hier nicht, der Udo selber ist vollkommen unwichtig. Die Person, der Mensch. Es dreht sich der Wegweiser, kannst du vergessen.
Es geht um dich selbst, es dreht sich um dich selber. Du bist immer nicht der Ruder. Übrigens auch nicht der, an den du denkst, wenn du an dich selbst denkst. Im Meer ist der Geist. Und weil der immer ist, kann er nicht existieren. Was existiert, sind Gedankenwellen. Ganz einfaches, simples Deutsch. Ja. Und jetzt ist gerade dein Ego wehrt sich so massiv. Wissen ist wie Besitz, dein Schwamminhalt. Weil du meinst, dir wird was weggenommen. Ich nehme dir nichts weg. Ich erwähne doch immer wieder, dass egal, was du bisher geglaubt hast, es ist auch richtig. Aber nicht in Bezug auf das heilige Ganze, sondern bloß in Bezug auf deine Logik. Aber jedes logisches Denksystem, das im Widerspruch zu einem anderen Denksystem steht, ist unvollkommen. Das heißt, das Wissen, das du dir klar machst, du hast erst einmal deinen Schwamminhalt, der ist was in deiner Kiste, in deiner KI drin. Ja. Und das ist dein Wissen. Und wie viel, was weißt du alles, wenn ich dich frage, was du feststellst? Du weißt eigentlich schon unendlich viel, was du als dein Wissen bezeichnen kannst, aber du weißt, und jetzt machen wir die Metapher, du träumst jetzt und du setzt dich an den Computer und gehst ins Internet. Wie viele von den Internetseiten hast du bisher schon angeschaut? Du weißt, dass da Milliarden von Internetseiten in dem Internet drin sind. Mhm. Dazu kann man noch hier das Darknet mit dazu machen. Und noch welche Internets, wo du überhaupt noch nichts gehört hast. Und wir bleiben mal bei denen. Du weißt doch von diesen Internetseiten. Die sind aber nicht in dem Außernet, wo du dir dein Internet hindenkst, sondern in dir drinnen. Du bist ein träumender Geist. Und jede Internetseite, die du aufmachst im Traum, die kommt aus dir, da kommt nichts von außen. Und wenn dein Telefon klingelt plötzlich, wenn du träumst, dann taucht ein Geräusch in dir auf, das kommt nicht in Form von Schallwellen irgendwo von außen in dich rein. Genauso wenig, wenn auf deiner Veröffentlichung was drin ist, sind da auch nicht Zäpfchen, die hier von außen von Lichtstrahlen angeregt werden, die sich mit Lichtgeschwindigkeit auf dich zubewegen, das ist das nächste Problem ist, weil wenn sich was mit Lichtgeschwindigkeit bewegt, bewegt es sich überhaupt nicht mehr. Sagen zumindest die Formeln in den Physikbüchern aus, weil die stimmen. Ja. Ich betone immer wieder, hör einfach zu und versteh das. Und wenn du jetzt sitzt und du gehst in einen Chat rein, es sind nicht irgendwie die du dir aufgrund der Worte ausdenkst, Döf. Die Urs zum Beispiel, die schöne Sache mit unserem Ugur, weil er eben türkisch, erzogen logisch denkt, da spricht man bei vielen türkischen Wörtern dieses G nicht aus, der Erdogan, weil er keinen Geist hat. Oder der Ur, klingt ja wie Zeit. Mhm. Da steht aber Ugur. Weil man eben den Ur eine aufgespannte Berechnung macht, wenn dich erinnerst, dass dann in der Lautschrift das R sogar noch auf dem Kopf steht. Genau. Ich sage, erinnere dich doch irgendwann einmal an das, was du bist. Und wenn dann der Ugo sagt, ich bin sowieso blöd, ich streite mit meiner Freundin und während des Streitens vergesse ich sogar, über was ich mit ihr streiten tue, das ist ja schon eine gewisse Form von Selbsterkenntnis von einer Figur, die ich mir jetzt aufgrund von Worten ausdenke, wobei ich mir eigentlich klar machen soll, dass ich einfach nur wieder mit einem Gedanken zu tun habe. Nicht anders ist, wenn hier der UB was reinstellt und du siehst Schriftzeichen und du siehst ich UB oder die Schriften. All das erkläre ich ganz präzise in Holofeeling für Neugierige, eine kleine Schrift, da bin ich so oft drauf eingegangen. Wo eine Schrift ist, muss ja ein Schreiber sein. Ich sage logisch, aber nicht besonders geistreich. Wie sieht das aus, wenn du jetzt träumst? Aufgrund der Schrift denkst du dir einen Geist, einen Schreiber aus. Und der behauptet, der ist Gott. Ich sage, nein, ich behaupte, dass du Gott bist. Ich bin der Gedanke von dir. Genau. Das sind all die solche Sachen behaupten über einen von ihnen ausgedachten Ludo Petscher. Kann der anders sein? Kann überhaupt ein Mensch, Bindestrich, ein Gedanke, kann der anders sein, wie du ihn denkst? Das gilt übrigens auch, wenn du an dich selbst denkst. Ja. Das, an was du denkst, wenn du an dich selbst denkst und aufbaust, das ist so, wie es von dir gedacht wird und die Ursache ist der Intellekt, den du zum Denken benutzt. Und du solltest, wenn du was verändern willst, musst du deinen Intellekt, dein Programm verändern. Mhm. Wir haben bitte jetzt zwei Arten von Wissen. Wir haben Wissen, das du weißt und du weißt, dass da viel Wissen ist, das du noch nicht weißt. Und das klammern wir jetzt gleich einmal aus. Jetzt schauen wir mal das Wissen, das du schon weißt. Das ist ja immer nur Chats. Dass wir da wieder zwei Seiten machen, nämlich Wissen, von denen du weißt, wo du sagst, das stimmt, das ist richtig und Wissen, von denen du auch weißt, wo du behauptest, das ist verkehrt. Das ist aber komplett austauschbar. Du beobachtest zwei Menschen. Die kannst du nur beobachten, wenn sie deine Informationen sind, das heißt, wenn du die träumst.
Ja. Du machst jetzt den dritten im Bunde, die Synthese im Bunde, und du siehst, dass die über irgendein Thema streiten, zum Beispiel, ob der Henkel rechts oder der Henkel links ist an der Tasse. Ob jetzt Krebs was Gutes oder was Schlechtes ist. Was meinst du? Die Krankheit? Das köstliche Scheuntier, zumindest wenn es gut zubereitet ist? Das Sternzeichen? Du plapperst doch bloß noch. Also gut, du beobachtest die jetzt, wie die streiten. Und jetzt musst du jetzt erst einmal, du kannst jetzt beobachten, mit welcher Seite du eventuell sympathisierst. Solange du mit einer Seite sympathisierst, hängst du in einer einseitigen Logik. Wenn du vollkommen wehrfrei beobachtest, denkst du dir, was sind das für Deppen? Die streiten, was da richtig oder verkehrt ist. Ich muss nur wissen, was das Wort Richtung heißt und das Wort Kehrseite heißt. Dass das, die Richtung wird bestimmt von der Richtung, wo du schaust, und die baut, jede Vorstellung von richtig baut eine Kehrseite auf. Es gibt nichts, was du einseitig behauptest. Es gibt keine Internetseite, wo du als richtig ansiehst, was da drin steht, wo ich dir eine Tausende zeige, wo zum selben Thema das genaue Gegenteil, das Verkehrte drin steht. Aber das ist ja verkehrt, das interessiert mich ja sowieso nicht. Gibt es jetzt da außen eigentlich Corona oder gibt es das nicht? Ich sage, wenn es existiert, dann existiert es zuerst einmal hier und jetzt in deinem Kopf. Und warum existiert es in deinem Kopf? Weil du dir ein Virus eingefangen hast. Der Virus ist das Corona, der Glaube als Ding an sich und nicht irgendein Virus, den du dir ausdenkst. Das ist alles. Deine Wünsche sind ein Virus. Jegliche Form von Einseitigkeit, einseitige Rechthaberei. Dann tauchen Geistesfunken in dir auf, wo du langsam den Eindruck hast, oh, die beginnen jetzt das zu verstehen. Nein, Gedanken können nie was verstehen. Es ist nur, du beginnst zu verstehen, dass sich dieses Verstehen ganz rudimentär aus dir herausspiegelt. Aber da unsere Struktur eine Dreierstruktur, eine T-Reiherstruktur, These, Antithese, Synthese ist, müssen zwangsläufig mit wenigen, die auftauchen, die den Eindruck machen, dass sie verstehen, auch im Meer mehr sein, die es nicht verstehen. Ja. Weil das absolute Verstehen das eine ist und das Nichtverstehen ist die Vielheit. Und wenn ich jetzt sage, ja, sogar Moleküle haben Bewusstsein, das Universum hat Bewusstsein. Oder Geist, ich sage das so oft. Ich kann jetzt nicht einmal sagen, dass das nicht stimmt. Wieso? Als Ding an sich hat ein Stein natürlich kein Bewusstsein. Aber es ist ein Bewusstsein da, nämlich das Bewusstsein, das sich den Stein ausdenkt, diese Form annimmt. Hat jetzt die Gnede eine Form, wenn ich sie forme? Aber was ist die Form, wenn keine Gnede da ist? Nichts. Es ist immer wieder dieses große Spiel. Es ist, wenn das einmal ein Hurrikan dir macht, dass du das verstehst, dann kannst du zu einem Lamm werden, das sich selber zur Opferbank schleift, hingeht, stolz erhobenen Hauptes. Ich muss nur wissen, was das Wort Opfer bedeutet. Korban. Korban, ja. Das beginnt mit Kor, affine Berechnung. Das hebräische Wort für kalt. Wir hatten das ja. Da steckt das Alternieren schon mit drin. Ja. Jetzt ist natürlich interessant, die Physik sagt, wenn was eiskalt ist, der absolute Nullpunkt, bewegt sich gar nichts mehr. Das stimmt nicht ganz. Die sagen, wenn du dann eine Spannung andeckst, bewegen sich die Elektronen mit Lichtgeschwindigkeit. Wenn sich aber was mit Lichtgeschwindigkeit bewegt, bewegt es sich überhaupt noch mal. Und das Warm, das Komm, da kommt auch die Chemie, Chema, die Materie her, das ist das Unbewegte. Aber Geist denkt mit Lichtgeschwindigkeit, egal wo du was hindenkst. Jeder Gedanke ist jetzt. Ja. Und dann fällt alles in den einen Punkt zusammen und hebt sich negativ in der Welt selber, so wie Plus und Minus. Im Zentrum eigentlich nichts drin ist, aber draußen ist auch nichts, weil die zwei übereinander schon, wie siehst du hier bei der Fourier-Transformation, das ist es nichts und das alles gleichzeitig. Bis wir dann in gewisse Facettenperspektiven, im Blickwinkel uns reindenken, und das Ganze steckt in der Sprache mit drin. Das kannst du jetzt vielleicht erahnen oder du hast schon längst abgeschaltet und dir gar nicht mehr weitergehört. Aber du musst dir keine Gedanken machen. Ich sage, die, die jetzt vorne schon abgeschaltet haben oder die dann immer meinen, sie müssten darauf reagieren. Wenn es Geist sind, sind sie ewig, dann sind es halt noch Hosenscheißergeister. Genau genommen weit gefüllt nicht einmal das, sondern noch in einem Larvenstadium in der Matrix. Das ist immer, zuerst bist du ein Ei, dann bist du eine Larve, was auch Maske heißt, Persona, sieht aus wie ein kleiner Wurm, und dann wirst du schon ein kleiner, symbolisch ein kleiner Minimensch, aber das ist immer noch in der Matrix. Ja.
was mit Holofeeling kommt, ich bringe dir das Schwert, um dich selber abzunabeln. Weil wenn ich das Baby aus der Gebärmutter gebe, Gabriel, heraushole und die Nabelschnur ist ja eigentlich immer noch drin. Genau. Wirklich in die nächste Matrix 2, wie ich das nenne, das ist jetzt deine Traumwelt, kommst du erst, wenn wir die Nabelschnur abschneiden. Das heißt, ich bringe dir das Schwert. Und dann geht es aber ewig weiter. Du kannst immer nur einen gewissen Bereich einsehen. Ja, ja. Darum sage ich, dein Wissen ist wieder geteilt in, das ist richtig und du hast Wissen von etwas, was nicht stimmt. Was ja Blödsinn ist, deswegen ist es trotzdem existierend. Wenn du wertfrei bist, ist es ganz einfach. Ja, ja. Ist auch jedes Wort, das du anschaust, ist einfach in dem Moment das, was es ist. Die 0,999 Bündchen, 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 die ich jetzt als Zeichen auf dem Bildschirm sehe, ist einfach das, was ich anschaue. Das ist noch gar nichts, bis ich durch Interpretation was draus mache. Interpretat. Zwei Erscheinungen, ein Schöpfer. Das gilt für jedes Wort, für jedes Geräusch. Es ist ein Reizauslöser eventuell, aber er ist ohne Qualität, ohne was. Erst meine Reaktion drauf tauscht meine Information um. Das ist der genaue Vorgang, den du beobachten kannst, wenn du dich beobachtest. Also das Spiel, das Gedankenspiel in dir selber. Wir können das erweitern, dass ich sage, wenn du das Spiel deiner eigenen Informationen ständig beobachtest, aus diesem Zentrum heraus, dass du selbst bist. Deine Peripherie. Jeder Gedanke ist ein Experiment. Solange du materialistisch machst, es tritt was aus dir heraus, du verstreust es gedanklich um dich herum und Mentor, das sind das, was du dir überlegst und die Lügen, die du verbreitest um dich herum, dass da ein Urknall war, dass da außen jetzt eine Erdkugel ist, wo sich Planeten, ein Sonnen sind, wo sich Planeten rumdrehen. Es ist hier und jetzt einfach nur Information, in dir eine Form, die keine Form ist, in als Verneinung. Punkt. Noch Fragen? Darf ich ein Heureka anbringen? Gerne. Holofeeling ist für die rote geistige Lichtnahrung. Und dann gibt es als Gegenteil noch die blaue Lichtnahrung, die der ausgedachte Mensch für den Körper sich ausdenkt. Zum Beispiel, das Thema hat man ja auch in früheren Selbstgesprächen mit Loni, wo du mit involviert warst, da gehe ich jetzt aber nicht nochmal drauf ein, dass die Lichtnahrung, ich sage, wenn du das glaubst, du verwirklichst deinen Glauben, du kannst wirklich ohne Essen und Trinken über Monate leben, aber nur wenn du es glaubst. Es wird kein Mensch können, wenn du es nicht glaubst, was du nur mit stochastischem Denken die Fehler suchen. Genau. Und das ist zum Beispiel, wenn wir jetzt an die Simpsons denken, da kommt ja die Simulation her, die Affen, Nachäffen. Die Simpsons-Sache, die ich hier schon im Weißenbuch-Vortrag gezeigt habe, gibt es jetzt neue Videos, wo es heißt, alte Simpsons-Folgen, wo man dann genau nachschauen kann, das ist vor Staffel sowieso, ist am so und so vierten in Amerika ausgestrahlt worden, was jetzt zum Beispiel neu entdeckt wurde von jemandem. Es gibt dort so eine Simpsons-Folge, wo hier zwei Magier, deutsche Magier, in Las Vegas auftreten. Die Simpsons-Männchen, wenn du siehst, das ist Siegfried und Roy und die arbeiten auf der Bühne mit weißen Tigern. Jetzt kann man mal denken, die hat es damals auch wirklich gegeben, wie die Simpsons-Folge gelaufen ist. Aber was in der Folge passiert, dass hier der Dunkelhaarige in der Simpsons-Folge von dem weißen Tiger angegriffen wird. Das ist 7 Jahre später nach dieser Folge passiert. Und du merkst, ich rede jetzt ganz normal Worte. Die große Schwierigkeit ist, dass alles, was in dir auftaucht, jetzt ist. Das heißt, wenn du stochastisch im Internet suchst, wirst du wirklich feststellen, dass es, und was du hast, das Bild, diese Stelle im Internet, diese Seite auf deinem Monitor in Form von flackernden Lämpchen, die eine gewisse Anordnung annehmen, sind hier und jetzt deine Informationen auf der VR-Brille. Praktisch ein Pixel-Arrangement von der VR-Brille, die dir illusioniert, dass vor dir ein Monitor ist, der aus Lämpchen besteht, wenn du das immer dir bewusst machst, obwohl das da außen gar nicht ist, sondern in dir ist. Das ist unsere Spiegelung, jetzt in Bezug auf die sinnliche Wahrnehmung. Und dann hast du eine Adresse. Wenn du Ohrenbarungsschriften, die höheren Schriften liest, sage ich immer wieder, alle Jahreszahlen oder Orte, die jetzt hier erwähnt werden, wann jemand geboren wurde und so weiter, sind nur Adressen von Dateien, die hier und jetzt in dir drin sind, die schon da waren, wo du überhaupt noch nicht gedacht hast, dass du irgendwann einmal in der Zukunft als Trockennasenaffe von einer selbst ausgedachten Erde rumläufst. Ich mache dich einmal zu reinem Geist. Ja.
Und die werden auch bis in alle Ewigkeit, es ist alles, was jemals war und noch sein wird, ist jetzt in diesem Punkt, in diesem Programm, das ich Gott nenne, Internet nenne. Also gut, du holst jetzt auf deinem Monitor was, da steht jetzt Simpsons, Staffel sowieso am so und so für den so und so. Und jetzt weißt du, jetzt holst du deine andere Internetseite, Siegfried wurde in Las Vegas und so und so viel von seinem weißen Tiger angegriffen. Die Seite ist jetzt und die andere Seite ist jetzt. Und dein zwanghaft chronologisches Denken zwingt dich zu sagen, die Folge ist ja 7 Jahre vorher schon ausgestrahlt worden. Wann checkst du endlich, dass es kein Vorher gibt? Es ist etwas, was du jetzt anhand von Worten und Zahlen konstruierst in dir, was aber immer nur hier und jetzt sein kann. Das ist die Lösung für die Simpsons, weil es eine Simulation ist. Dasselbe ist jetzt hier mit der Trump-Wahl, die schönen Sachen. Wie kann das überhaupt sein? Die Bilder, wo die Treppe runterfliegt, wo original die Bilder sind mit Live-Bildern aus der Wahl. Was sind Live-Bilder? Du sitzt vor einem Monitor, es ist niemals in der Vergangenheit irgendetwas aufgenommen worden. Du bist ein träumender Geist, Punkt. Das ist die Lösung. Das ist das Quadrat, das du plötzlich mit 3 Strichen zeichnen kannst. Ist leicht, die leichteste Übung der Welt. Wenn einer sagt, es geht nicht, hat er nicht zugehört. Und wenn du jetzt das sagst, das verstehe ich nicht, hast du einfach nicht zugehört. Das kann jeder 13-Jährige verstehen. Geh einfach meinen Gedankengang mit. Ich erkläre dir, was hundertprozentig sicher da ist, was du siehst und was du zwanghaft mit deinem chronologischen Denken dann um dich herum verstreust. Und immer noch, wenn der Udo sagt, du nicht schau in dich rein, mach dir bewusst, was dieser Glaube, der Zweite, dir aufzwingt. Dass du immer noch in dem Wahn lebst, du hättest mit dem Ugo oder mit dem Gerald oder mit dem IQB, mit dem Udo Petscher nichts zu tun, wenn du an die denkst. Das ist das Allereinzige, was nur Geist verstehen kann. Ja. Ein so einfacher Satz, mit wem sollte denn ein Gedanke, der gedacht wird, denn sonst was zu tun haben? Doch zuerst einmal mit dem, der sich den Gedanken denkt. Denkt. Oh. So, ich bin der Erste. Ich erkläre dir Sachen, die du sofort, du Geist natürlich nur, sofort auf der Stelle überprüfen kannst, wenn du den Gedankengang mitgehst. Ja. Und jetzt ist aber der zweite, deine anerzogene Logik, der Lescher und Konsorten in dir drin. Und wenn diese zweite Logik eines Materialisten oder eines religiösen, einseitig verdummten Rechthabers, wenn die noch in dir wirkt, dann ist alles, was der Erste sagt, Blödsinn und Schwachsinn und religiöses Geschwätz und es ist ja Sekte und all das, du hörst überhaupt nicht zu. Das wirst du immer mehr merken, das wird dir immer mehr bewusst. Genau. Immer mehr bewusst. Und umso mehr dir das bewusst wird, dass du selbst das Meer bist, aus dem diese Gedankenwellen entspringen, weil du ich bist. Ja. Wenn ich sage, du hast keine Vorstellung, wie ich mich als blaue UB jetzt klein mache, dass ich in deinem Traum als Brüssel auftauche. Das ist aber nur ein Gedanke, der von dir gedacht wird, weil ich in dir denken lasse. So wie ich dich an dich selbst denken lasse, aber wir zwei irgendwann einmal nebeneinander da sitzen und uns das Spiel gemeinsam anschauen. Und da wirst du jetzt allein, allein. Das ist jetzt, was du immer mehr, umso mehr dir bewusst wird, wie geistlos, dass die Figuren in deinem Traum wirklich bloß Gedanken sind. Informationen sind vergängliche Erscheinungen, die du nicht am Leben erhalten kannst. Selbst der, an den du denkst, wenn du an dich selbst denkst, du kannst diesen Gedanken nicht an Leben erhalten, dann darfst du an nichts mehr anders denken. Das ist auch so eine ganz einfache Aussage. Schon wenn in dir einer auftaucht und du dich wieder verunsichern lässt, den schicke ich dir. Du musst aufhören, dich von irgendeinem Geschwätz von Figuren, die du träumst, verunsichern zu lassen. Von keinem. Und das ist dann der Fall, wenn du diese einfachen Sätze verstanden hast. Ich erkläre dir zuerst einmal, was du selbst rotgeschrieben bist. Und all das, was wir mit der Sprache oder mit der Physik machen, ganz, ganz grob, wo du gar noch nicht lernen sollst, wenn du kein Interesse hast, weil wenn du kein Interesse hast, lernst du sowieso nicht. Und dann wird dir bewusst, die Lesch oder die Chemiker oder all die ganzen Schwätzer von Politikern will ich jetzt gar nicht reden oder von Ärzten. Ich zeige dir die Fehler in den Medizinbüchern genauso. Und da geht es nicht, wo man jetzt diskutieren könnte, ob es jetzt Corona gefährlich oder nicht gefährlich ist. Und DNA und all diese ganzen Vorstellungswellen. Ich sage nur, zeig es mir. Mhm. Könntest du dir das denken, wenn man es dir nicht erzählt hätte, wenn du es nicht geistlos nachäffen würdest? Wüsstest du, dass die Luft, die du atmest, 21%
Sauerstoff 78%, Stickstoff bla 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 ist. Wenn die doch vollkommen, wer hat es entdeckt, kann man doch nicht sehen. Mhm. Und wie sieht es aus, wenn du an den Sauerstoff denkst? An den Wasserstoff? Ja, ein Proton und ein Elektron, außer wir haben ein triwertiges oder Deuterium und so, da gibt es ja dann hier die Isotopformen noch, wissen wir ja. Ja. Und ich sage, all das ist vom Tisch, wenn du der Superman wirst, wenn du ich wirst. Dann wirst du ja wissen, wo der herkommt von Kryptonit 86. Das ist die Grundlage, wo das Licht gemessen wird. Oh. Meinst du, das ist alles Zufall? K-Pax. Es gibt in meiner Welt keine Zufälle. Es ist ein Wunder, du wirst sprachlos, aber es bleibt was Intimes, Intime, das Wundervolle ist nur für den Geist, der mir vertraut. Ja. Und der Rest ist nicht zu retten. Die Toni sind nicht zu retten, die Helene, der Udo, der Martin, du selbst, das, was du zu sein glaubst, wie definierst du retten? Dann doch wieder irgendwie, weil wir haben mal RETT und das Doppel-T 400, 400 ist Pi. Und da brauchen wir immer wieder zwei. Die Worte kriegen plötzlich einen vollkommen neuen Sinn, einen ganzheitlichen, einen heiligen Sinn. Das ist das Wunder des Daseins. Das wird so in die Niederungen des Materialismus, das ist ja, wir können uns ja mal Experimente ausdenken, aber ganz momentan, wie der Lesch sagt, dann wollen wir wieder seriöse Naturwissenschaftler, aber lass uns doch mal ein bisschen Gehirnspinnerei, Hirnwichserei betreiben, sagt der Udo, dass hier jetzt erst einmal klar ist, dass man ja davon ausgeht und dann weiß er genau, wer da die ersten Theorien aufgestellt hat. Die wissen immer alles genau, wer was entdeckt hat. Alle, durch die Bank, du bist doch nichts anders. Es sind doch deine Spiegelbilder. Ja. Das ist die erste Selbsterkenntnis. Wenn du meinst, ich sau jetzt irgendwelche von mir ausgedachte Menschen ab, wie oft sage ich, ich verfüge über das Bewusstsein, dass ich nicht zu niemandem, den ich mir jetzt denke, in irgendeiner Art vorwerfe, dass es genauso ist, wie ich es mir denke. Auch die Fehler in dem Führerscheinprüfungsbogen, den ich mir für dich ausdenke, den ich dich denken lasse. No. Du bist wie eine Marionette, wo ich die Fäden in den Hand ziehe. Ich lasse dich aber selber dran ziehen. Ja. Achte auf diesen Satz. Ich mache dich zum Richter, Ritterrichter, über alles und jeden. Ri übrigens heißt, die berechnete Intellekt ist die Flüssigkeit, das Flüssigwerden, das Ri. Und der Richter ist der Richter. Der Kopf des Ich. Rich ist Geruch. Ri, Cheta, Febräisch ist G. Der Geist E-Quadrat steckt in den vier Weltgegenden. Der Geist Geruch in den vier Weltgegenden. Ja. Und über meine Kienbalker-Tonis muss man, über meine Helene muss man gar keine Gedanken machen. Da müssen wir jetzt aber in das Chinesische reingehen. Das ist, da brauchen wir ein I-Ling dazu. Ja. Das ist immer, der Mensch ist aus Lehm gemacht, das ist Ton. Der Ton I, der Ton Gottes. Aber es geht nie um die Erscheinungen, niemals um die Existenzen, die du dir ausdenkst, sondern es dreht sich alles um den Geist, der im Zentrum ist. Und du bist immer der Mittelpunkt, egal wo du dich hindenkst. Und jetzt immer denk an das, du stellst dir was vor, dann vergisst du aber das hinter dir, von rechts, links und oben und unten, weil wir noch gar nicht reden. Wenn du nach oben schaust, vergisst du im Moment das unten, das du dir dann natürlich ausdenken kannst, dann ist aber in dem Moment das oben weg, dass du dir dieser Einseitigkeit bewusst wirst. Aber es ist hier und jetzt in deinem Zentrum, im dritten Auge. Immer ein Quäntchen Wahrheit, auch in der Esoterik. Aber esoterische Schwätzer und religiöse Schwätzer sind alles das da mal Materialisten, das sind chronologisch raumzeitlich denkende Menschen, die nicht im geringsten akzeptieren wollen, dass sie mit dem, was sie denken, eigentlich nichts zu tun haben. Das ist ihr Glaube. Die wollen das nicht akzeptieren, dass sie doch die Ursache sind für das, was sie denken. Und dann brauchen wir aber die Trinität, die eigentliche Ursache ist jetzt der Computerschild, das Bilder da sind oder das Programm. Und jetzt wirst du feststellen, was für Bilder kann ein Computer aufschmeißen, wenn er kein Programm hat? Was kann ein Geist denken, wenn er keinen Intellekt hat? Ja. So viel wie ein Computer machen kann, wenn er kein Programm und kein Betriebssystem hat. Das ist einfach nur ein Haufen Materie. Das ist dann das, was man in den Krankenhäusern am Leben erhält, weil es ein Haufen Geld bringt jedes Monat. Das nennt man dann Menschlichkeit. Ja. Wenn du jetzt zum Beispiel dein Handy, dein Tablet in die Hand nimmst, du hast jetzt meinetwegen Android, du gehst ins Internet. Das ist jetzt erst seit, ich sage mal so, seit einem Jahr, anderthalb Jahr. Das sind ja die neuen Regelungen, dass man ja seriöser ist, dass du ja, ich rede jetzt raumzeitlich bewusst, um dir das klar zu machen, was gleich merken, ist dir schon auffallen, wenn du Internetseiten aufrufst, dass da vorher immer was aufgeht und du eine Genehmigung geben musst für irgendwas.
Beim Computer bei meinem jetzt nicht. Ich habe das komplett weggeblendet. Ich rede jetzt als Udo, wir reden auf der Brösel-Ebene. Aber wenn du normal ein Tablet oder was hast und du gehst nur auf YouTube oder Internetseiten, Google News, und dann machst du Internetseiten von Zeitungen auf und dann kommt die Frühe, ist die Komma, ist jede Internetseite sofort aufgegangen. Werbung mache ich jetzt, ich meine nicht Werbung. Und dann kommt plötzlich eine Seite, dass du plötzlich hier Cookies setzen, bla bla bla, alles akzeptieren, dick und fett rot geschrieben. Und dann kann man ganz klein, wenn man es weiß, kann man dann noch Einstellungen tippen und dann geht eine neue Seite auf, das teilweise bis zu 20 Unterpunkten hat, wo dann Sachen ausgestellt sind, nur das Nötigste für die Funktion der Netzseite akzeptieren. Und da steht dann wieder ganz rot, alles akzeptieren und fast nicht sichtbar, hier speichern. Und du neigst dazu, und wenn du, ich zeige dir Internetseiten, diese Seriosität ist so unendlich verlogen, dass in dem Moment, wo du alle akzeptieren magst und dann ganz groß steht rot drüben, was dringend benötigt wird, steht rot drüber, dann siehst du die Reiter, wo ausgeschaltet sind, da kannst du dann ewig runterscrollen, das sind die ganzen werbetechnischen Sachen, wo du ausspioniert wirst, das ist natürlich jetzt nur eine Wichserei. Hier und jetzt nur Gedankenworte. Was wir uns jetzt ausdenken, ist nicht daraus. Mehr ist nicht, es ist ja wieder weg. Ich verspreche es dir, wenn wir es nochmal denken. Ja. Selbst wenn du Schmerzen hast mit deinem Körper, der ist schon wieder weg, wenn du ihn nicht denkst. Bloß dann lässt du nicht los, weil du liebst das Leid. Nein, das wiederholt sich, weil du das eben nicht haben willst. Ja. Nochmal, du denkst dir was aus und wenn du es dann wieder zurückhaben willst, dann fällt es wieder in dich rein und dann ist es weg. Jetzt denkst du dir was aus, was du negativ definierst, zum Beispiel körperliche Schmerzen, und die willst du ja nicht haben, darum bleibt es außen. Würdest du die haben wollen, würden die wieder in dich reinfallen. Ja, lass das auf dich wirken. Alles, was du nicht haben willst und bekämpfst, an das denkst du. Und du wirst immer und immer wieder bis in alle Ewigkeit an das denken, bis es dir gleichgültig geworden ist. Das ist wie wenn ich sage, das will ich wieder zurückhaben, dann fällt es wieder in dir rein. Und dann kann ein neuer Gedanke auftauchen. Und jetzt ist es so, dass die hier in dieser Seite, um das fertig zu machen, dass hier ganz nach allen psychologischen Tricks, sagst du mal ganz fett rot, alles akzeptieren. Der Normale, der keine Ahnung hat, drückt drauf und dann wird er immer mehr zugeschwemmt, dein Computer, wenn dich nicht kümmerst, der mildt sich so unendlich zu. Das sind keine, die dich ausspionieren, das sind Fehler im Führerscheinprüfungsbogen. Ja. Und dann ist oft, dass dann hier auch die Reiter ausgeschaltet sind und dann steht, was für den Betrieb wichtig ist, musst auf Einstellungen klicken dann oder Speichern drücken, dann speichert er das. Aber da steht dann hier, was für den Betrieb wichtig ist, rot, und drunter steht rot, alle akzeptieren, und das bezieht sich nicht auf das, was wichtig ist, sondern auf die Punkte, die angeführt sind, die zwar ausgeschaltet sind, da musst du auf Speichern gehen, dann macht er die nicht. Wenn du, dann kriegst, sind die alle offen und werden gespeichert. Das heißt, es sind psychologische Tricks. Ja. Und jetzt bleiben wir aber innerhalb deiner Weltvorstellung der Führerscheinprüfungsbogenwelt. Und dass dir wirklich klar wird, du kannst in der Geschäftemachenwelt bis hin zur Medizin. Es geht um Geld. Ja. Aber nicht, dass da irgendwelche Menschen schuld sind, die mir uns jetzt ausdenken, die Pharmaindustrie, der Impfzwang. Für dich wird es so sein, die Einseitigkeit, die du aus deinem Internet nachquatscht. Genau. Das interessiert Holofeeling überhaupt nicht. Ich kann es nicht oft genug sagen. Holofeeling ist der Schwerpunkt. Du selbst, der sich die Sachen ausdenkt. Und dann erkläre ich dir, wie du funktionierst. Dazu brauchst du die Fahrersprache. Und dann gibt es nichts mehr bloß Negatives oder Positives, sondern es gibt eigentlich bloß hochkomplexe Chats. Ja. Die du irgendwann einmal verstehst, so wie wenn ich sage, kannst du lesen und schreiben? Und du sagst, ja, so wie die Helene, ganz bestimmt jetzt gerade. Und dann sage ich, stimmt aber bloß ein bisschen, zum Beispiel jetzt in Bezug bloß auf deine Fahrersprache. Eben noch nicht nur Muttersprache. Du bist ja ein Muttersprachler. Dass man sich ja mal Gedanken macht, wieso sagt man, meine Muttersprache ist Deutsch. Meine Muttersprache ist Englisch. Weil das, die Mutter, steht für den Intellekt, für das, wie einseitig du Worte auslegst. Vatersprache ist die Vervollkommnung. Das ist die geistige Sprache von deinem Papi. Hier ist Pi, die Weisheit Gottes. Und da brauchen wir zwei Pis. Im Einheitskreis ist nämlich diese 2 Pi. Das ist einmal ein blaues Pi und ein rotes Pi. Das ist die Weisheit Gottes und einen wissenden Intellekt, der aus sich aus der Weisheit Gottes genau das, was sein Schwamminhalt hergibt, an Bildern vorstellen kann. Das ist das Bücherregal. Lebendigkeit beginnt erst, wenn du mit einem gewissen Programm arbeitest. Und Holofeeling, wie gesagt, ist ein Universalprogramm, wo rein arithmetisch sämtliche Denksysteme die Welt formell
Aber was für eine Vorstellung löst das bei denn die aus? Doppelt aufgespannter polarer Rand. Das ist Welt. Hebraisiert mit der Vordersprache. Und die Form beginnt mit F-U-R. Das heißt pur das Losgemachte, das Schicksal von Gott. Ja. Du bist ein kleiner Gott als Geistesfunk, als Adam. Und jetzt lassen wir es gut sein. Es ist gut. Immer. Der letzte Vers im Meer. Ein kleiner, die Rolle, die du spielst, ist ein kleiner Tropfen, der herausgeschleudert wird. Das kann man jetzt wieder den Tropfen nachschauen. Du gehst in die Hologrammatik rein, wo da das mit dem Tropfen erklärt wird. Tröpfchen für Tröpfchen. Weisheit. Ja. Milch habe ich dir zu trinken, heißt es. Halaf, das Weltliche. Genau. Weil du der festen Speise, der ewigen Speise noch nicht fähig bist, das auch zu nehmen. Ja. Danke für dieses. Es wird immer klarer. Aber nur für den, der mich jetzt sprechen hört. Also glaub auch, wenn die jetzt die Helene vor dir so tut, als hättest du was verstanden. Die Helene, null verstanden. Und auch wenn ich gerade Udo verstanden oder diese da. Gedanken werden nie verstehen. Sie können den Eindruck machen, dass sie verstanden haben, wenn sie von dir so ausgedacht werden. Aber verstehen kann mich nur der, der mich jetzt ausdenkt, der ich ist. Weil ich denke mir den Udo jetzt aus. Ich denke mal den Udo aus und ich denke mich jetzt dich aus. Ich meine den, der jetzt vom Computer sitzt. Ja, ja. Und das sind, wenn ich immer sage, Namen sind austauschbar, ist es so schwer zu verstehen zwischen dem Denker und den Gedankenwellen, den, der immer ist, und seinen Wellen zu unterscheiden. Aber der, der immer ist, ist in dem Moment schon wieder ein Gedanke. Ja. Das heißt, der Ausgedachte immer sein, der ist wieder weg, wenn du ihn nicht denkst. Also ist der ja gar nicht immer. Doch, dann irgendwie, weil jetzt erkennst du, dass alles, was sich widerspricht, eine vollkommen neue Kenntnis ergibt. Dazu muss ich mich in die Synthese erheben. Ein schönes Beispiel im heliozentrischen Weltbild mit der Erdkugel, wo sich hell und dunkel überhaupt nicht abwechseln. Sofort in dem Gedankenspiel überprüfbar. Zeig mir die Weisen deiner Welt und ich werde dir zeigen, dass diese ganzen Mathematiker und Theologen geistlose Äffchen sind, die nachäffen. Gedanken halt. Gedanken. Solange du dich damit verwechselst, wirst du dich, wenn das in dir auftaucht, diese Worte in dir auftauchen, dieses Gespräch auftaucht, wirst du dich massiv bedroht und angegriffen fühlen und dann werde ich zum Feindbild schlechthin. Die göttliche Weisheit wird zum Feind der Weisen, die du dir ausdenkst. Aber Weiß ist wieder Weib. Das sind eh die Äußer. Die wollen von Krishna, von dem Schwarzen überhaupt nichts wissen. Ja. Mhm. Und ich sage, die sind schon weg, wenn du sie nicht mehr denkst. Die Kunst, was loshaben zu wollen, heißt es wieder zurückzunehmen in die Einheit, die Welle einfach zusammenfallen lassen. Das hast du zu lernen. Und nur wenn du das zurückfallen lässt in dich selber, können wir was vollkommen Neues entfalten. Und solange du immer auf dem Wissen deiner Lehrer und Erzieher aufbaust, das ist im zweiten Gebot, es schleift sich bis in die dritte und vierte Generation. Versteht es bitte nicht chronologisch, sondern als Oberwellen. Schleift sich das durch und jetzt können wir dann in die Wellentheorien reingehen, mit die solidäre, das wird jetzt zu weit führen, dass du feststellst, wenn sich hier die Wasserfronten aufbauen, das ist ein arithmetisches Prinzip in der Wellentechnik, in den Physikbüchern, göttlich präzise beschrieben. Ich sage immer wieder, die Formeln, alles stimmt, nicht die einseitige Auslegung und Vorstellung, was die Sachen in den Menschen auslösen. Dass ihr seid, an dir wurde Unzucht im Fleische betrieben, heißt es in der Bibel. Und nochmal dieser eine Satz, du kennst es an dir, wo die Unzucht im Fleische betrieben. Fleisch ist besser. Das ist auch die göttliche Botschaft. Und Zucht kommt von Erziehung. Erziehung. Und eine Unzucht ist eine falsche Erziehung. Aber die, die dich falsch erzogen haben, die du dir jetzt ausdenkst, die existieren nur, wenn du sie denkst und die sind so, wie du sie dir denkst. Bisher hast du gemeint, die wollen ja nur dein Bestes. Es sind doch deine Gedanken. Ja. Die sind nicht schuld. Nein, nehme alle schuld. Dran. Ich kann nur sagen, wenn hier irgendjemand, der in dir auftaucht, inklusive der, der du zu sein glaubst, solange du noch irgendwelchen Gedanken die Schuld gibst, dass es dir so geht, wie es dir geht, dass du meinst, du bist ja der Gute, hast du dich selber überhaupt nicht verstanden. Du musst irgendwann einmal ich werden und sagen, ich nehme alle Schuld auf mich.
diese Schulöffnungen in dir, die ich jetzt diese Führerscheinprüfungsbogen Traumwelt nenne. Ich hab's gemacht, Kategorie 3. Warum ist das jetzt? Eine einzige Antwort, weil ich jetzt das träume, weil ich es denke. Und ich selber bewusst jetzt als eine Vorstellung träumender Geist gesetzt, ich wiederhole immer dieselben Sätze, kann ich dafür, wieso ich das, ich kann mir nicht raussuchen, was ich träume. Aber ich weiß jetzt, dass alles, was in mir auftaucht, eine Prüfung ist. Es ist ein verdammter Test. Test. Jetzt schaust du nach, was Test heißt, das Testamentum. Zeuge. Ja. Der Zeuge. Der Zeuge. Und zwar von deinem Test Udo. Genau. Der alles für dich tun würde. Und schon getan hat, er ist für dich schon längst gestorben. Das heißt, es ist nicht mehr schlimm. Du kannst an meinem Wissen, an meinen Erfahrungen partizipieren. Die kosten nichts. Die sind ein Geschenk. Wie die Helene jetzt, das Pixelmännchen, immer sagt, das ist ein Geschenk. Ein göttliches Geschenk ohne Hintergedanken. Genau. Das gibt es in deiner Welt nicht mehr. Das ist selbst, wenn einer schenkt, zu Weihnachten zum Beispiel. Wer will wirklich Freude machen? Ist doch ein reiner Mechanismus. Ein geistloser Mechanismus, um den Konsum anzukurbeln. Sich Freude, Liebe zu erkaufen. Da sind so viele verschiedene Parameter dahinter. Die Geschichte vom verlorenen Sohn. Warum arbeitest du? Orbiten. Lateinisches Wort, habe ich so oft darauf hingewiesen, heißt, der verwaist ist, der seinen Papi verloren hat. Weil du ihn ignorierst, weil du von dir selbst eigentlich dir, denk wieder gespiegelt rechts nach links, von dem Kopf des Schöpfergottes, überhaupt nichts wissen willst, der du selbst bist. Und dann hoffst du nicht auf das Erbe, du arbeitest für Gott. Ich glaube nicht an Gott, ich arbeite für ihn. Bist du schon ich? Und was magst du? Ja, ich weiß ja nicht, was ich tun soll. Ich sage, du sollst ganz einfach die Rolle, die du jetzt spielst, in dieser Personifizierung auf der Bühne deines Traumlebens, dieser Avatar, du spielst diese Rolle genau nach Drehbuch, wie sie läuft. Du wirst dir bloß bewusst, dass du nicht dieser Mensch auf der Bühne des Lebens bist, sondern der Geist, der das jetzt sich selbst in dieses Leben hineinträumt, um etwas zu lernen. Und in jedem Leben lernst du was anderes. Und was habe ich jetzt zu lernen? Dass ich mich über nichts und niemanden mehr aufrege und vor nichts und niemanden mehr Angst habe und alles vollkommen neutral, rot liebe. Nicht blau. Blau ist Selektion. Ich kann blau auch lieben. Aber das ist vergängliche Liebe. Alles Blaue. Blaue Glückseligkeit, die du empfindest als Form von Gedankenwellen, ist vergänglich. Ja. Ein Glück, das empfunden wird in Form von Information, ist vergänglich. Vergänglich. Es gibt aber einen Bereich, von dem du überhaupt noch nichts weißt. Weiß, Weib, ist Weib, wird es niemals wissen. Sondern nur der Krishna. Und das ist das, wo ich dich hinführe. Von außen nach innen muss führen der Weg. Mein Menschensohn ist dabei ein hilfreicher Steg. So. Und das ist eigentlich hier immer wieder so eine Sache. Wir machen Schnipp